Willkommen auf meinem Zweitkanal. Schön, dass ihr schon alle da seid. Wunderbar. Können wir hier fast gleich loslegen. Ich hoffe, die Verbindung ist in Ordnung. Ich hoffe, der Sound ist auch soweit in Ordnung, audiomäßig alles. Wir warten noch ein paar Minuten, bis noch zwei, drei Leute reinkommen. Mal schauen, wen haben wir denn heute alles hier? Grete Weiser natürlich. Boomerangs Rückflug. Hallo, Nia Schleswig-Holstein, Sean Fresh. Hey, Boomerangs, achso, hatten wir schon, Nia, Geräte, achso, okay, wir haben hier noch, Christoph war auch schon da, Heike VD, auch ein neuer Name, den ich jetzt so lange nicht gesehen habe, schön, dass ihr da wart, da seid, alles gut zu verstehen, wunderbar, ja, ich hab's ja schon gesagt, ne, wir schauen uns jetzt gleich einmal die Pressekonferenz an, von der AfD gestern organisiert, am 12.12., zu den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung, die da mit von 2,4 Millionen schweren Nebenwirkungen sprechen. Ich bin auf diesen Kanal ausgewichen, weil mein Erstkanal läuft im Moment ganz gut und da habe ich jetzt am 21.12. läuft sozusagen die letzte Warnung aus. Da will ich mir jetzt nicht irgendwas einfangen, irgendeine Zensur oder so. Deswegen habe ich gedacht, komm, weichst du mal auf den Zweitkanal aus. Weil man weiß echt nicht genau, ne, dieses AfD-Video wird morgen zensiert. Und dann habe ich, wer also auf zensierte Videos verweist, der wird auch zensiert. So ist es leider. So, dann will ich nochmal zwei, drei Geschichten hier starten. Vielleicht nochmal schauen hier mit der Chatbox, ob wir das auch hinkriegen. Das wäre natürlich klasse. Wollen wir mal eben gucken. Ein paar neue Namen sehe ich. Ich freue mich, dass ihr hierher gefunden habt. Ronny Pixhunter. MV Fluffy habe ich auch. Dich habe ich auch lange nicht gesehen. Schön, dass ihr alle da seid. Outwest 70. Ira Nosdomu. Hallo. Hartmut Leicht. Hallo, Hartmut. Nicht, dass ich hier irgendjemanden vergesse. Marc der Staufer, auch mal persönlich hier, wunderbar, schön. Freut mich sehr, dass ihr so zahlreich hier vorhanden seid. Ja, ich weiß nicht, wer von euch diese Pressekonferenz schon gesehen hat. Spielt auch keine Rolle, ich habe sie gestern einmal so nebenbei gesehen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aber ein bisschen Angst gehabt vor dieser Zeit, falls das alles tatsächlich so eintrifft. Wie angekündigt, und jetzt ist es ja ein bisschen, in diese Richtung geht es ja jetzt, ne? Es ist jetzt soweit. Man zeigt uns jetzt die Opfer und ich muss sagen, ich bin echt geschockt. Ich bin echt geschockt. Kann ich so nicht anders sagen. Ja, sehr interessant. Christoph schreibt das auch, ja? Heike, hat sie gestern gesehen, White Corner, Nest des dunkles Geheimnis, sehr empfehlenswert. Ja, vielen Dank. Marc hat immer gute Tipps. Ich komme immer nicht immer dazu, weil die Zeit ist immer so eng. Ne? Ich bedanke mich natürlich auf jeden Fall für eure Inspiration und macht auf alle Fälle so weiter, dass ihr mir hier Tipps schickt. Weil ab und zu komme ich dann doch mal dazu, auch mal mir einen Tipp anzuschauen. Aber es ist wirklich, also ich habe keine Ahnung, wenn ich hier so ein 38-Minuten-Video wie eben gemacht habe, da habe ich 3 Stunden dran gesessen. Vorbereitung, das Thumbnail und. Und irgendwann hast du auch mal einen Job und musst auch mal einkaufen, wo was essen. Insofern ist es ein bisschen schwierig, da auch immer alles nachzuschauen. Boomerangs Rückflug hat es noch nicht gesehen. Okay. Jo, dann bleibt mir jetzt nur noch eins übrig. Hier einmal schon mal die richtige Szene auszuwählen. Wie viel sind wir denn? Ich sehe 25. Aber wollen wir mal sehen, ob noch der ein oder andere noch mit reinkommt. Schade, dass die Chatbox jetzt nicht so funktioniert, wie sie soll. Wollen wir mal eben gucken, vielleicht kann ich das noch kurz fixen. Manchmal dauert es immer noch ein bisschen. Weil ich möchte natürlich auch, dass ihr soweit hier alles sehen könnt. Wenn ihr mir was schreibt, und dafür habe ich die Chatbox eingerichtet, ihr kennt das vielleicht schon vom letzten Livestream.
So, dann bin ich auch gleich so weit und dann starten wir auch gleich nicht lange Zeit verlieren. So, ein Klick noch, dann bin ich gleich so weit. Eine Sekunde noch. Oh ja, so viele schon. Ja, ist ja super. Freut mich total. Freut mich total, dass wir so ein paar Freunde, Kollegen zusammen. Snoopy L. Resiliente. Dich habe ich auch lange nicht gesehen. Natürlich nicht vorwurfsvoll gemeint. Ne? Diana Valuka. Ja, gerne, gerne. Arbeit ist es ja nicht. Ne? Es ist ja ein Hobby geworden. Ne? Diana Valuka, dich habe ich auch hier noch gar nicht gelesen. Heike VD auch noch nicht so. Hartmut habe ich schon gelesen. 31, okay, komm, lass uns starten. Ich will euch auch jetzt nicht zu lange auf die Folter spannen, ob die Chatbox funktioniert oder nicht. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und ihr sagt mir, ach, da ist sie ja schon. Und ihr sagt mir bitte Bescheid, wenn irgendwas vom Ton nicht hinhaut oder irgendwas störend ist oder was weiß ich, mein Mikrofon aus ist. Buenas noches. Okay. Ach so, eins möchte ich noch euch bitten. Geht einfach davon aus, unsere Innenministerin Frau Faeser sitzt persönlich am Zensurknopf. So ungefähr. So ungefähr kann man sich das alles vorstellen. Ja, und dann würde ich vorschlagen, legen wir los. So. Und los geht's. Lausen. Es geht um Daten der Kassenärztlichen Vereinigung zum Thema Corona-Impfung. Ein Hinweis vielleicht noch von mir. Jetzt muss ich doch schon stoppen. Ich werde natürlich hier mein Dings wegnehmen, meine Maske. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich das Video zu stoppen, wenn ich was dazu sagen möchte. Ja. Nur mal so als Hinweis. Nicht, dass ihr euch wundert, warum stoppt er denn das Video? Es ist leider so, bei Reactions werden Videos gestoppt. Und los geht's. Herr Sichert, bitte. Ja, also, ich zeige es Ihnen mal ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen. Das sind die Daten, die wir da bekommen haben. Über 90 Seiten A4, ganz klein bedruckt, sind die Diagnosecodes aus den Jahren 2016 bis zum ersten Quartal 2022. Diese Daten habe ich gesichtet, habe ich Herrn Lausen auch gegeben, dass er sie nochmal mit Spezialisten zusammen sich genau anschaut. Und wir sind da auf verschiedene Zuwächse im Jahr 2021 gestoßen, bei Krebsfällen, bei Darmerkrankungen und Ähnlichem. Aber letztlich haben wir Zahlen gefunden, die so schockierend sind, dass wir gesagt haben oder dass ich gesagt habe, das ist das, worum wir uns tatsächlich heute fokussieren müssen. Und das ist das, was Sie jetzt hier auch an der Wand sehen. Das ist die Entwicklung der Todesfälle plötzlich und unerwartet in Deutschland in den letzten Jahren. Sie sehen in den Jahren von 2016 bis zum Jahr 2020, das sind Quartalszahlen jeweils, also jeder Balken steht für ein Quartal, war das eine relativ konstante Entwicklung. 2016 13 Tote pro Tag, 2017 14 Tote pro Tag, 2018 14 Tote pro Tag, 2019 18 Tote pro Tag, 2020 17 Tote pro Tag und 2021 dann plötzlich ein Sprung auf 97 Todesfälle pro Tag. Wir haben faktisch seit dem ersten Quartal 2021 in jedem Quartal mehr Todesfälle, die plötzlich und unerwartet gestorben sind, als in jedem der Jahre davor gesamt. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitgekriegt habt. Ne? Wir hatten in diesem Quartal, was er gerade beschreibt, mehr Tote. Ein Quartal ist klar, ne? Sind 3 Monate. Mehr Tote als in einem der Jahre davor, in einem gesamten Jahr. Also eine mehr als Vervierfachung der Todesfälle plötzlich und unerwartet, die wir hier sehen. Ich würde noch auf andere Daten kurz kommen, die wir bei den Daten hier gesehen haben, bei den KBV-Daten. Das sind die Daten, die Sie gegebenenfalls schon kennen, falls Sie sich mit den Themen etwas schon beschäftigt haben. Das ist die Entwicklung der Impfnebenwirkungen von Menschen,
die zum Arzt gegangen sind, wo die Ärzte festgestellt haben, derjenige hat irgendeine Form von Impfnebenwirkung. Auch da sehen wir ja, das war eine Verdreißigfachung gegenüber den Vorjahren, was 2021 festgestellt wurde, was wir auch in den Daten entsprechend hier seitens der Kassenärztlichen Vereinigung sehen konnten. Bei den Daten der Kassenärztlichen Vereinigung handelt es sich um die Daten von 72 Millionen in Deutschland gesetzlich Versicherten. Da sind nicht dabei die Daten aus den Krankenhäusern, denn die laufen über eine separate Abrechnung. Und da sind nicht dabei die Daten, die von den Privatpatienten erfasst werden, sondern es geht nur um die Daten der gesetzlich Versicherten, wenn die zum Hausarzt, zum Facharzt und so weiter gehen. So, wie sind wir an die Daten gekommen? Wir haben, oder ich habe eine Anfrage gestellt bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Wer das ganze Thema im Bundestag beobachtet hat, wird festgestellt haben, dass es da diverse öffentliche Anhörungen auch gab, wo wir um diese Daten gerungen haben. Wir haben auf diese Anfragen nie eine Antwort bekommen. Interessanterweise über Frag den Staat, über dieses Online-Portal, kamen dann entsprechend Antworten. Und da hat uns die KBV dann diese Daten zukommen lassen. Ich zeige Ihnen das einfach mal und dann verstehen Sie auch, warum neben mir der Datenanalyst Tom Lausen sitzt. So sahen diese Daten im Original aus. Das sieht eher aus wie eine Grafik. Mit 500-facher Vergrößerung kann man dann sehen, dass es sich da tatsächlich um Zahlenreihen handelt. Sehr, sehr klein geschrieben, die man als PDF uns da zugeschickt hat. Und die seit 2016 sozusagen jedes Quartal und jeden Diagnosecode dort in der entsprechenden Häufigkeit bei diesen 72 Millionen gesetzlich Versicherten abbilden. Da hat die KBV gedacht, ah komm, das schicken wir als PDF-Datei. Das machen die, die machen sich nicht die Mühe, alles wieder abzuschreiben. Ja, dann kommst du an so einen IT-Spezialisten wie Tom Lausen, der hat ein Programm, der PDF-Dateien einliest und in einer Viertelstunde ist das alles erledigt. Ja, warum ist das von besonderer Relevanz, diese Daten? Eigentlich hat die Bundesregierung gemäß § 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz haben sowohl das Paul-Ehrlich-Institut als auch das Robert-Koch-Institut den gesetzlichen Auftrag, genau diese Daten, die ich hier vor mir habe, regelmäßig einzuholen und zu analysieren und auszuwerten. Und der Paragraph 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz sagt dazu, dass die kassenärztlichen Vereinigungen und soweit die Angaben bei Ihnen vorliegen, die für die Durchführung von Impfleistungen eingerichteten Impfzentren für die Zwecke der Feststellung und der Inanspruchnahme von Schutzimpfungen und Impfeffekten, dem Robert-Koch-Institut und für die Zwecke der Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen, dem Paul-Ehrlich-Institut, folgende Angaben zu übermitteln haben. Und dann kommt der Punkt 9, Diagnosecode nach der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten. Das ist das, was wir hier haben. Und ich möchte Ihnen gerne mal zeigen, warum der Gesetzgeber das genau eingefügt hat. Das ist nämlich noch gar nicht so alt. Das ist eingefügt worden im Jahr 2020, im November 2020. Und da gab es einen Änderungsantrag von der damaligen Großen Koalition, bestehend aus Union und SPD. Die Union hat danach zu dem Zeitpunkt immer noch den Gesundheitsminister gestellt. Inzwischen stellt diesen Gesundheitsminister die SPD. Und die haben genau diesen Punkt mit den Diagnosecodes eingefügt und haben den Änderungsantrag wie folgt begründet. Sie haben geschrieben, angesichts einer beschleunigten Entwicklung und aktuell noch nicht umfassender Daten zur klinischen Wirksamkeit und zum Nebenwirkungsprofil der Covid-19-Impfstoffe sind besonders strenge Anforderungen an das Impfquotenmonitoring und die Überwachung der Wirksamkeit bereits in Phase 1 der zentralen Verimpfung in Impfzentren und mittels mobiler Teams zu stellen. Und schreiben dann, dass genau diese strengen Anforderungen erfolgen durch den § 13 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 bis 10. Also über genau diese, durch genau die Analyse dieser Daten, die wir hier vorliegen haben. Die Bundesregierung kommt hier ihrer Pflicht seit knapp 2 Jahren nicht nach. Wir haben dazu diverse Anfragen im Deutschen Bundestag gestellt. Der Kollege Kai-Uwe Ziegler, dem hat man erst im Mai diesen Jahres beispielsweise geantwortet seitens der Bundesregierung. Nein, bislang fanden keine Gespräche der kassenärztlichen
Vereinigungen hinsichtlich der Datenübermittlung nach § 13 Infektionsschutzgesetz Absatz 5 mit dem Paul-Ehrlich-Institut statt. Ich habe selber auch im Frühsommer diesen Jahres Dienstaufsichtsbeschwerde beim Bundesgesundheitsministerium eingereicht zu genau diesem Themenkomplex und gesagt, Robert-Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut kommen hier ihrem gesetzlichen Auftrag nicht nach. Das Bundesgesundheitsministerium, Herr Lauterbach, hat diese Dienstaufsichtsbeschwerde abgewiesen und darauf hingewiesen, dass sie ja andere Daten hätten und diese Daten nicht so relevant wären. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Das musst du dir verdammt nochmal einfach mal vorstellen. Ja, 2. Mai 2022, zwei Jahre nach Gesundheitskrisenbeginn und ja, anderthalb Jahre nach Behandlungsbeginn. Nee, wir haben keine Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Wieso auch die größte Krankenkasse in Deutschland? Nein. Also unsere Institute, das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut machen alles richtig. Wir haben da andere Zahlen. Und was ich auch wirklich erschreckend finde, oder natürlich auch positiv, dass die AfD sich hier so einsetzt. Ne? Ich habe natürlich so ein bisschen im Hintergrund, ich habe es schon tausendmal erzählt, was ich Probleme mit der AfD habe, aber hier finde ich es erstmal gut, ne? Grundsätzlich richtig gut. Die Frage ist nur, stehen die trotzdem auch immer noch an Volkes Seite, wenn sie dann die Regierung stellen? Ja, das wissen wir nicht, das weiß man aber im Grunde bei keiner Partei. Und wer hat es eben so schön geschrieben? Ah, das war ein guter Spruch. Ich glaube, Marc der Staufer war es. Ich bin so weit links, dass ich rechts schon wieder rauskomme. Da ist gar nicht so viel verkehrt dran. Gar nicht so viel verkehrt dran. Ja, und das mit Christoph Krüger hier, mit der Schwägerin und der Schwiegermutter, das ist natürlich hart, wenn man in der Familie solchen Zwist erleben muss. Aber lieber Christoph, die Zeit ist auf deiner Seite. Die Zeit ist auf deiner Seite. Ja, ich habe auch ein Familientreffen anstehen in ein paar Wochen, ein großer Geburtstag und alles nur Behandelte. Und ich habe jetzt schon ein schlechtes Magengefühl und ich werde das auch absagen. Und wenn die sagen, ja, wieso denn? Dann werde ich sagen, Leute, ihr habt hier einen Krieg angefangen, der noch nicht zu Ende ist. Sowas werde ich bringen. Das ist leider so. Ich spüre das so. Ich empfinde das so. Ja? Und pervers bei der ganzen Sache ist auch, wenn ich das ganz kurz nochmal eben sagen darf, ja, wir Unbehandelten, auf uns hat man herumgehackt, 33 Monate herumgehackt, so krass herumgehackt, ja, dass wir so einen psychischen Riss haben, ne, dass das Vertrauen zu den Mitmenschen fehlt, ja, so ein bisschen so, keine Ahnung, ne, und jetzt das, jetzt sieht man diese Pressekonferenz und jetzt sieht man hier als Querdenker oder als Freidenker, ja, siehste, hätten die man auf Bagdi oder auf Wudak gehört vom ersten Tag an. Und im Grunde ist das auch unser Problem gewesen. Wir hatten einfach Angst um die anderen. Wir hatten für uns, hatten wir uns ja entschieden. Ja, wir lassen uns nicht behandeln, fertig aus. Ne? Aber wir haben halt sozusagen, haben auf die Buschtrommel geklopft und haben gesagt, passt lieber ein bisschen auf. Jetzt sind die alle reingerannt. Das heißt, diese Leute, die jetzt reingerannt sind, haben auf uns herumgehackt. Ja. Und also wir sozusagen, wir sind hier 33 Monate unter Druck, unter Stress, ne? Unter Diffamierung leiden wir und jetzt tritt auch sogar das noch ein, wovor wir gewarnt haben. Weißt du, und wenn du dann mit so einem Behandelten sprichst, ne, der nichts hat, ne, der hat keine Ahnung, warum wir uns so aufregen, der weiß überhaupt nicht, was los ist. Ja? Wieso? Was ist denn los? Was ist denn los? Wieso? Die Tagesschau sagt, es ist alles in Ordnung. Und du stehst daneben und denkst, Junge. So tief und so kaputt ist dieses Ganze. Wir machen weiter. Wir haben diese Daten jetzt, damit endlich diese Daten analysiert und ausgewertet werden, hat die am Freitag mein Bundestagskollege Malte Kaufmann beim Paul-Ehrlich-Institut direkt dort übergeben. Und es ist wichtig, dass diese Daten entsprechend ausgewertet werden, weil ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, wir waren beide sehr schockiert, als wir gesehen haben, diese Entwicklung der Todesfälle plötzlich und unerwartet. Ich zeige es hier einfach nochmal, wie massiv das angestiegen ist. Und wir haben dort Steigerungen tatsächlich gesehen, die wir in der Massivität nicht erwartet haben, die sich ein bisschen angedeutet haben durch die Presselandschaft, wenn man sich so die letzten Monate immer wieder verfolgt hat, dass man immer wieder mitgekriegt hat, ja, da ist jemand plötzlich und unerwartet gestorben. Aber in der Massivität, dass das so stark angestiegen ist, dass wir in jedem Quartal 2021 und auch im ersten Quartal 2022 mehr Todesfälle plötzlich und unerwartet in Deutschland hatten, als in jedem der Vorjahre, das war so nicht erwartet worden. Und das ist wirklich schockierend, denn wir reden hier von effektiv 70 und mehr Toten pro Tag
die plötzlich und unerwartet sterben, wo die Ärzte nicht wissen, warum diese Menschen gestorben sind und die jetzt kurzfristig aufgetreten sind. Also ganz kurz einmal auf diese Tabelle. Ich habe die auch verschickt gestern nach der Konferenz, auch an Freunde und Bekannte. Und ich meine, wer keine Ahnung hat, ne, und sowas gar nicht kann und auch vielleicht gar kein Gefühl für Zahlen hat, ich denke, so ein Bild wird man verstehen können. Und oben, ne, diese drei, vier Worte, Todesfälle plötzlich und unerwartet. Und dann siehst du die Jahre und dann siehst du 2021 und es explodiert. Und da brauchen wir auch gar nicht mehr weiterreden. Ich habe ja auch auf Twitter dieses Ding geteilt. Da kommen so ein paar Trolls und sagen, ja, ja, das ist alles verfälscht und pipapo und lalala. Ne? Oder zum Beispiel, die Welt hat gestern auf Twitter geschrieben, ja, wir wollen mal die Argumente von Herrn Lausen auseinandernehmen. Herr Lausen, Tom Lausen, das wird er gleich noch sagen, der sagt ganz deutlich, dass er hier nicht die Behandlung in Verbindung mit diesen Zahlen stellt. Das habe ich der Welt auch geschrieben auf Twitter. Welche Behauptung Sie denn meinen? Ja, meinen Sie die Behauptung, die Tom Lausen gesagt hat, dass er das nicht in Verbindung setzt? Einfach auch natürlich aus Zensurgründen und auch einfach, um diese ganze Diskussion auch offen zu halten. Ne? Schockierend, denn wir reden hier von effektiv, 70 und mehr Toten pro Tag, die plötzlich und unerwartet sterben, wo die Ärzte nicht wissen, warum diese Menschen gestorben sind und die jetzt kurzfristig aufgetreten sind. Kurz dazu, was das Arzneimittelgesetz dazu sagt. Arzneimittelgesetz § 69 sagt, die zuständigen Behörden, also das Paul-Ehrlich-Institut an der Stelle, treffen die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Sie können insbesondere das Inverkehrbringen von Arzneimitteln oder Wirkstoffen untersagen, deren Rückruf anordnen und diese sicherstellen, wenn viertens der begründete Verdacht besteht, dass das Arzneimittel schädliche Wirkungen hat, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen und zehntausende Todesfälle pro Jahr gehen definitiv über jedes vertretbare medizinische oder wissenschaftliche Maß hinaus. Das Paul-Ehrlich-Institut, warum ist das relevant, diese Daten so besonders relevant? Weil das Paul-Ehrlich-Institut selbst sagt, diese Daten der plötzlich und unerwartet Verstorbenen sind die elementaren Daten, die hergenommen werden, um die Sicherheit von Arzneimitteln zu bewerten. Da gehört okay, ganz kurz, das möchte ich wiederholen. Diese Daten, ihr seht das hier im Bild, diese Codes sind das, das sind ja Codes, medizinische Codes, die auf, was weiß ich, in irgendwelchen Berichten landen und dann kannst du darauf schließen, was im Grunde da gelaufen ist. Und er sagt gerade hier, das Paul-Ehrlich-Institut sagt, diese Codes sind ganz klar die Codes, auf die wir achten müssen. Im Moment ist es noch alles so ein bisschen Vorbereitung, gleich kommt der Datenanalyst, dann wird es sehr interessant. Hört dazu der I46.1, also der plötzliche Herztod, der um über 20% angestiegen ist. Da gehört dazu der R96, der plötzlich eingetretene Tod, der um über 1000% gestiegen ist. Da gehört dazu der R96.1, Todeseintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome ohne anderweitige Angaben, der um über 1400% angestiegen ist. Da gehört dazu der R98, der Tod ohne Anwesenheit anderer Personen, der um über 600% angestiegen ist. Und da gehört dazu der R99, sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen, der um über 250% angestiegen ist. Also das Paul-Ehrlich-Institut selbst sagt, das sind die elementaren Faktoren, die elementaren Diagnosecodes, die analysiert werden müssen, um die Sicherheit von Arzneimitteln und von Impfstoffen an der Stelle zu bewerten. Und dass diese Werte so explodiert sind, das ist etwas, was uns sehr überrascht hat. Und wenn Sie Ihrer Aufgabe nachgekommen wären, sagen wir es mal so, und wenn es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Impfung, die uns als einziger Faktor jetzt, oder mir zumindest als einziger Faktor eingefallen ist, der im ersten Quartal 2021 jetzt wirklich massiv dazugekommen ist, wenn es da wirklich einen Zusammenhang geht, und diese Daten nicht ausgewertet worden sind seitens des Robert-Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts, dann sprechen wir davon, dass es darum geht, dass es zehntausende Todesfälle gab, spätestens seit Herbst 2021, die hätten vermieden werden können.
Ich lese das hier gerade in den Kommentaren. Mein Gott, das geht ja fürchterlich ab. Ihr habt Jobs verloren, ihr habt alles verloren, ihr habt Familie verloren und, und. Ja, ist ein riesiger Riss durch die Gesellschaft gegangen, ja. Ja, das ist ja Wahnsinn. So deutlich habt ihr euch ja noch nie ausgedrückt. Das erschüttert mich tatsächlich ein kleines bisschen, wobei man das natürlich auch ahnt. Aber ja, life is a bitch. Man springt förmlich von Demütigung zu Demütigung. Hier, das wollte ich sagen, MW Fluffy. Ich habe mich mit der Obrigkeit meiner Sachbearbeiterin in der Umschulung angelegt. Also ich weiche Diskussionen aus. Ich habe einen großen Freundeskreis, von denen sind zwei Leute nicht behandelt. Der Rest ist behandelt. Ja? Oder sagen wir, ja doch, zwei Leute sind nicht behandelt worden. Und ich merke das ja auch, ich spüre das ja auch immer, ne? So, die wollen dann immer was hören und ich sage, nee, also mit mir nicht. Ich habe 33 Monate gebraucht, um mich zu informieren. Da musst du selber ran. Ich kann dir sagen, wo du dich informierst. Ich kann dir sagen, was du lesen sollst oder was du schauen sollst. Aber das macht man schön selber. Ich mache hier nicht den Erklärbär für alle. Und auch das, MW Fluffy, was du da mit deiner Umschulung, Sachbearbeiterin, ich habe es hier auch auf der Firma, Diskussion und ja, was hältst du denn davon? Ach, sage ich denn, das ist mir egal, weil Firma irgendwie, ich habe jetzt kein Pech mit der Maske gehabt, weil ich auch Homeoffice arbeite seit 3 Jahren. War überhaupt keine Diskussion, aber man will mal ab und zu mal hören, was man so eine, für eine politische Meinung hat und dazu denkt. Ne, von meinen Vorgesetzten und da halte ich mich echt bedeckt, ne? Das geht überhaupt nichts an, ne? Politik hat in der Firma sowieso nichts zu tun. Da hätte ich fast eine Beschwerde geschrieben ans oberste Management. Okay, komm, weiter hier. Was sind die Forderungen, die politischen Forderungen, die sich für uns als AfD daraus ergeben? Die politischen Forderungen sind die sofortige Aussetzung der Impfung mit den Corona-Impfstoffen, bis ausgeschlossen werden kann, dass diese massive Zunahme von Todesfällen auf die Impfung zurückzuführen ist. Wie gesagt, wir können nicht sagen, es kommt definitiv von der Impfung, aber es ist einer der Faktoren, wo wir wissen, das ist etwas, was zum ersten Quartal 2021 dazugekommen ist. Und bis nicht das Gegenteil bewiesen ist, ist der Verdacht, dass es damit zusammenhängt, so stark, dass die Impfung mit diesen Impfstoffen auszusetzen ist, so wie man das bei allen anderen Medikamenten auch gemacht hätte. Es ist bei so einer massiven Zunahme von plötzlich und unerwartet Verstorbenen, muss auch dazu übergegangen werden, dass staatlicherseits angeordnet wird, dass die alle entsprechend obduziert werden, dass das entsprechend als Daten zusammengetragen wird und analysiert wird, woran diese Menschen jetzt plötzlich und unerwartet versterben. Wenn wir plötzlich mehr als viermal so viele Menschen haben, die pro Tag plötzlich und unerwartet sterben wie vorher, dann muss der Staat dem nachgehen, um zu verhindern, dass weitere Menschen plötzlich und unerwartet sterben. Dann haben wir Ganz kurzer Einwand nochmal, beziehungsweise ganz kurzer Satz nochmal dazu. Es ist ja hier zu spüren, ja, die Ablehnung des Staates, ne, dass das ist Arbeitsverweigerung der Behörden. Die stellen ihre eigenen Interessen über die der Opfer. Na gut, würde einer sagen, aus diesen Behörden, ja, von der oberen Etage, die sind ja leider schon verstorben. Was willst du denn da machen? Nein. Wenn er hier spricht von Zehntausenden plötzlich Verstorbenen, dann sind das auch 10.000 Hinterbliebene. Und zwar Lebenspartner und Kinder. Oder, ja, und Geschwister. Ja, da kommen Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen insgesamt zusammen, die betroffen sind. Und so ein paar Politiker, so ein paar Wirtschaftsbosse, so die Pharma insgesamt, die stellt sich da rüber und sagt, ja, das ist egal, die brauchen wir nicht aufklären, spielt keine Rolle, ist sowieso jetzt zu spät. Na, was würde, na, also wenn ich mir vorstelle, die Politik würde sagen, halt, stopp, sofort, Eilmeldung, ne, sofort, an jedes Pressehaus. Ein Riesen-Buhai, ich würde richtig so eine PR-Kampagne machen, ne? Das ist schiefgelaufen, sofort. Und ich habe ja von Wodak mal gehört, der hat so angedeutet, dass es so Behandlungsmöglichkeiten gibt in Richtung Dialyse. Ich habe das mal recherchiert, wenn du privat versichert bist, gibt es Dialysezentren, die zwischen 250 und 500 Euro nehmen pro Dialyse. Naja, im Notfall sind das 1,5 für drei Dialysesitzungen, keine Ahnung. Ja, vielleicht hast du Glück auch nur mit einer, aber was ich sagen will damit ist, das müsste man alles in Gang bringen. Ja? Also wenn es Lösungsmöglichkeiten gibt, müsste man als Staat sagen, jeder, der geschädigt ist, morgen hier gibt es ein Portal. Das stellt auch hier der Lausen, der Tom Lausen nachher noch vor. Das hat der selbst programmiert. Muss ich euch vorstellen, der sitzt hier nebenan in Gründeich, Gründeich ist neben Buxtehude und programmiert einfach mal so eine Nebenwirkungsseite, wo man sich melden kann. Ja, unser Staat kriegt das nicht auf die Reihe. Die geben 200 Millionen für eine App aus. Oh, ich reg mich schon wieder auf, ne? Okay, weiter geht's. Irgendeine Todesursache, die in Deutschland unterwegs ist, die angegangen werden muss. Und wie gesagt, wir reden hier von über 60 Toten pro Tag.
Wir wollen, dass eine verpflichtende Erfassung des Impfstatuses, der Corona-Impfung und des eingesetzten Impfstoffes bei den Verstorbenen durchgeführt wird und eine regelmäßige Veröffentlichung dieser Daten durchgeführt wird. Um festzustellen, woran sterben Leute, die gegebenenfalls geimpft sind, haben wir ein anderes Sterbeverhalten bei Leuten, die geimpft sind, wie bei Leuten, die ungeimpft sind. Sterben die an anderen Todesursachen oder gleicht sich das Ganze aus? Wir fordern natürlich die umgehende Auswertung der KBV-Daten durch das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut. Sie müssen jetzt endlich ihrer gesetzlichen Pflicht nach 2 Jahren nachgehen und dann auch die Bevölkerung und die Ärzte darüber informieren, welche Zusammenhänge sich da ergeben haben. Genau. Diese Präsentation und die Daten der KBV sind online abrufbar für jeden auf der Seite der AfD. Dort ist eine Seite freigeschaltet, eine Unterseite, Datenauswertung von Impffolgen. Und auf dieser Seite können sowohl diese KBV-Daten für jeden, der sich dafür interessiert, abgerufen werden, als auch die Präsentation. So, da das aber so ein Datenkomplex ist, so ein großer Datenkomplex und es natürlich auch darum geht, dass diese Daten valide sind, wie diese Daten genau analysiert worden sind und so weiter und so fort, würde ich jetzt übergeben an den Herrn Lausen, der entsprechend dazu etwas sagen wird. Ganz kurz, ich lese das hier gerade, KKD, eine gute Frage. Wie kann es sein, dass nur die AfD so eine Pressemitteilung rausbringt? Ja, okay, darf ich was dazu sagen? Wollt ihr das wirklich hören? Ich meine, jede Partei hat immer nur eigene Interessen. Was ist mit der AfD im Moment? Haben wir irgendwie Thema, so ein bisschen was, ja, Flüchtlinge, Zugezogene, diese Geschichte mit Baerbock, dass sie Arbeitskräfte hierher holen wollen. Okay, das reicht wahrscheinlich nicht aus. Ich denke, an Corona können die sich schön abarbeiten und Fans gewinnen, Follower gewinnen. Ne? Und es ist tatsächlich ja auch so, dass ich hier auch sitze und sage, mein Gott, was die sich in der Flüchtlingskrise geleistet haben an Sprüchen. Ne? Gewalt gegen Flüchtlinge, mein Gott, das ist dasselbe wie jetzt auch. Es ist dasselbe, dieselbe Sprache. Ne? Und neulich hat einer so schön geschrieben, der hat auch mal die AfD gewählt, hier auch bei mir im Chat oder als Kommentar. Und er sagt, der Alte, wie heißt er noch hier, der von der AfD, der immer in so einer Jägerjacke rumläuft da, Gauland, glaube ich, ne? Der hat am Anfang auch für die Behandlung geworben, ja? Besteht ja auch die Möglichkeit, dass die AfD am Anfang sagt, pass mal auf, das Ding wird fürchterlich nach hinten losgehen. Wir holen uns die Leute jetzt mal rein und tun dann so, als wenn wir dann der große Erlöser sind. Das Problem ist nur, sie machen einen guten Job im Moment, egal welche Interessen da im Hintergrund sind. Und das sollten wir einfach verfolgen. Ne? Allerdings muss man natürlich auch sagen, wenn so eine Partei so eine gute Arbeit macht, sollte man sie auch belohnen und das wäre bei der nächsten Wahl. Ja, wobei, wie gesagt, ich bin da total, zwiegespalten. Aber jetzt geht's endlich los. Jetzt zeigt uns Tom Lausen seine Dateien und er hat auch gute Sprüche drauf. So. Machen Sie mal vom Desktop, bitte. Vom Desktop einfach hier unten auf. Ich weiß gar nicht, wie Sie da hinkommen. Jawohl. Ist das die aktuelle Version? Ja. Gut. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Tom Lausen, bin Datenanalyst aus Gründeich. Gründeich liegt bei Hamburg im alten Land. Ich bin gestern angereist und beschäftige mich seit quasi Oktober, August bis September 2020 mit den Daten der Corona-Pandemie. Heute ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Tag, weil heute Daten veröffentlicht werden bzw. in die Öffentlichkeit getragen werden, die von großer Bedeutung sind. Ich möchte in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Erklärung, die Herr Sichert gerade abgegeben hat, sehr grundlegende Dinge enthalten hat, die ich nochmal aufgreifen möchte. Ich will das mal wie folgt erklären. Wenn Sie eine Massenimpfung in einem Land einführen, dann ist es üblicherweise so, dass Sie natürlich überlegen müssen, dass Sie eine neue Gefahr geschaffen haben. Und wenn Sie eine neue Gefahr schaffen, dann müssen Sie zunächst einmal auch die Risikofaktoren kennen, die Bevölkerung darüber informieren, dass es eine Gefahr geben könnte. Und damit der einzelne zu Impfende natürlich auch in die Lage versetzt wird, selber zu entscheiden.
ob er diese Impfung für sich in Ordnung findet oder nicht. Aber das Zweite ist, wenn erstmal die Leute sich entschieden haben und im Glauben sind, das funktioniert alles, dann müssen sie natürlich die geschaffene Gefahr, die sie durch eine Einführung eines Arzneimittels oder Impfstoffes erzeugt haben, dann müssen sie diese Gefahr natürlich überwachen. Für diese Überwachung haben wir Sicherheitsmauern in Deutschland. Diese Sicherheitsmauern sind in Form des Paul-Ehrlich-Instituts, unserer Oberbehörde für Arzneimittelsicherheit und Impfstoffsicherheit, gegeben. Das Paul-Ehrlich-Institut muss natürlich jetzt sich überlegen, nach welcher Methode machen wir das. Also wenn Sie jetzt eine Massenverimpfung machen von neuen Arzneimitteln oder Impfstoffen, dann müssen Sie ja überlegen, was genau ist das, was wir untersuchen müssen. Und insbesondere, wenn Todesfälle gemeldet werden, was man schon sehr früh wusste, Herr Wieler hat am 3.12. auf einer Pressekonferenz schon mitgeteilt, dass wir Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfstoffgabe haben werden. Und wenn wir also Todesfälle gemeldet bekommen, dann müssen wir ja irgendwelche Möglichkeiten haben, herauszufinden, stehen die im Zusammenhang mit der Impfung, ist sozusagen die Impfung schuld, um es auf Deutsch zu sagen, oder ist sie es nicht? Das muss dann genau untersucht werden. Wie Sie es vielleicht gar nicht wissen, die Untersuchung, die dann stattfindet, kann leider das Paul-Ehrlich-Institut nur mit sehr spärlichen Methoden machen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat keine Anordnungsbefugnis für eine Obduktion, also eine Leichenöffnung, sondern das Paul-Ehrlich-Institut hat eigentlich nur die Möglichkeit zu warten, bis jemand meldet, hier ist jemand gestorben, und das ist auch 3000 Mal in Deutschland passiert. Hier ist jemand gestorben und wir vermuten, das ist im Zusammenhang mit der Impfung. Nun sind es beim Paul-Ehrlich-Institut 3000 Todesverdachtsmeldungen. Ich selbst habe Herrn Dr. Menzer, das ist der Leiter der Pharmakovigilanz des Paul-Ehrlich-Institutes, vor dem Bundesverwaltungsgericht im Soldatenprozess als Parteiensachverständiger selbst befragt. Und ich habe Herrn Dr. Menzer gefragt, wie denn diese Todesfälle zum Paul-Ehrlich-Institut gelangen. Daraufhin hat er mir gesagt, zu 90% melden Angehörige, also nicht die Ärzte, diese Todesverdachtsmeldung. So, das ist nur erstmal kurz zur Einleitung. Jetzt ist ja die Frage, was kann denn das Paul-Ehrlich-Institut überhaupt untersuchen, wenn es überwachen will, ob Todesfälle infolge der Impfung zuzuschreiben sind oder eben nicht. Und eine Obduktion können Sie eben nicht anordnen. So viel habe ich natürlich im Zusammenhang mit meiner Analystenarbeit auch herausgefunden. Ich kann ja nicht bloß mir die Daten ansehen, ich muss ja auch die Zusammenhänge ergründen, damit ich die Daten auch selbst verstehen kann. Und was ich herausgefunden habe, ist, das Paul-Ehrlich-Institut macht sich das eigentlich ganz einfach. Und dafür haben wir ja die Statistik. Da bin ich dann wieder derjenige, der in dem Zusammenhang aufkommt. Das Paul-Ehrlich-Institut hat das schon einmal 2007 bei Gardasil gemacht. Gardasil-Impfungen sind damals, glaube ich, 15 Millionen Mal verimpft worden. Und da gab es einen Todesfall bei einem Mädchen und man wollte ja herausfinden, ob dieses Mädchen nun von der Impfung gestorben ist oder eben nicht. Daraufhin hat das Paul-Ehrlich-Institut zumindest öffentlich, ich konnte nichts Besseres finden, erstmalig veröffentlicht, dass sie, um das herauszufinden, nicht die Todesfälle in Deutschland untersuchen, sondern nur die, die unklar sind, also die unerklärt sind und die plötzlich eingetreten sind. Und diese Todesfälle, die... ich gehe jetzt hier einfach mal so schräg durch. Gardasil war schon. Diese Todesfälle, das ist jetzt von ich habe eigentlich anders angefangen, als ich wollte. Aber Sie haben es gleich. Moment. Jetzt haben Sie einmal meinen Vortrag einmal schon gesehen. Ich dachte, dass ich das hier drin hätte. Da. Diese Todesfälle sind, wie Herr Sichert schon erklärt hatte, und das werden Sie auch sicherlich nachvollziehen können, das ist das, was das Paul-Ehrlich-Institut heranzieht. Ich muss allerdings eine kleine Korrektur machen. Bei Gardasil hat man noch nicht I46.1, plötzlicher Herztod, hervorgezogen, sondern bei Gardasil hat man bezüglich dieses Mädchens gesagt, wir untersuchen die statistischen Zahlen eines Referenzvorjahres, R96.0, plötzlich eingetretener Tod, R96.1, Todeseintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome ohne anderweitige Angabe, R98, Tod ohne Anwesenheit anderer Personen, also der Arzt öffnet die Tür oder kriegt die Tür geöffnet und findet eine Leiche vor, und R99, sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen. Diese Kodierungen sind immer dann anzuwenden, wenn der leichenschauende Arzt nicht weiß, was vorgelegen hat.
Ob das der Arzt richtig macht, ob der Notarzt einen vorläufigen Leichenschauschein ausstellt, all diese Dinge habe ich versucht zu recherchieren. Ob diese Zahlen letztendlich, die das Statistische Bundesamt ja auch verarbeitet, ob die alle perfekt und richtig sind, das kann ich nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist, dass das Paul-Ehrlich-Institut diese Zahlen aufgefundener Menschen oder plötzlich gestorbener Menschen zu Rate zieht. Es ist ja auch vernünftig, wenn man schon keine Leichenuntersuchungen macht, ob jemand irgendwie durch körperliche Untersuchung dadurch hervorbringt, er sei von der Impfung oder nicht von der Impfung gestorben, dann muss man ja irgendwie überlegen, wie macht man das sonst? Also geht man mit der Statistik ran und sagt, naja, wir haben so und so viel 1000 Menschen, die plötzlich unklar und unerklärt sterben. Also nehmen wir diese Kodierung, die wir vom Statistischen Bundesamt kriegen, und dann können wir vergleichen und sagen, da ist nichts passiert. Nun ist es leider so, dass das Paul-Ehrlich-Institut quasi verpflichtet wurde und auch die kassenärztlichen Vereinigungen, die ja die Daten der deutschen Versicherten in den Händen halten, zu überwachen anhand der Zahlen, wenn man schon diese große neuartige Impfung einführt, die Zahlen so zu kontrollieren, ob es irgendwelche Ausreißer gibt. Also ob zu Impfstart irgendwelche Ausreißer, natürlich nicht nur bei Krankheiten, sondern auch bei diesen todesursächlichen Kodierungen, R96.0 bis R99. Und ergänzt, und das war bei Gardasil nicht der Fall, I46.1 als plötzlicher Herztod. Also man hatte wohl irgendwie den Verdacht, diese Kodierung plötzlicher Herztod könne eventuell auch eine Referenzzahl darstellen. Die sind vom Gesetzgeber dann verpflichtet worden, mit dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz bitte nicht nur die Daten des Statistischen Bundesamtes zu nehmen, sondern sie müssen auch die Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenärztlichen Vereinigung mit einbeziehen, also aller deutschen Versicherten. Das liegt sicherlich auch daran, dass man doppelte Datenquellen hat und das Paul-Ehrlich-Institut natürlich interessiert ist, diese Sachen tatsächlich aufzuklären. Das Problem an den Daten des Statistischen Bundesamts, das zu vergleichen, liegt darin, dass diese Daten gar nicht zur Verfügung stehen. Also wir haben die Daten für 2021 heute immer noch nicht. Und man kann hier lesen, das ist gestern abgerufen, Verzögerung bei der Veröffentlichung der Ergebnisse der Todesursachenstatistik 2021. Also bei der Aufbereitung der Ergebnisse hat das Statistische Bundesamt eine eigene Datenquelle noch nicht zur Verfügung gestellt. Also das Paul-Ehrlich-Institut ist quasi heute nach diesen Daten nicht in der Lage zu überprüfen, ob es jetzt einen Ausreißer bei den eben genannten Kodierungen gegeben hat, sondern sie fahren im Nebel, im Dunkeln. Dafür hat der Gesetzgeber Ihnen ja extra die Möglichkeit gegeben, nach 13.5 die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung abzurufen. Und das hat auch Frau Keller-Stanislawski in einem Pressebriefing schon am 14. Januar 2021 mitgeteilt. Frau Keller-Stanislawski ist die zweite Frau, wenn ich das mal so sagen darf, im Paul-Ehrlich-Institut. Die hat, wie Sie hier sehen, das ist auf der PAI-Seite abrufbar, ein Pressebriefing gegeben und hat gesagt, am 14.01., also zwei Wochen nach Impfstart, neuartige Impfstoffplattform mit limitierter Erfahrung mit bereits zugelassenen vergleichbaren Impfstoffen müssen also als Herausforderung der Post-Marketing-Überwachung der Covid-19-Impfstoffe angesehen werden. Und klinische Studien der Phasen 1 bis 3 sind nur begrenzt geeignet, um sehr seltene unerwünschte Ereignisse und Langfristrisiken zu finden. Und eine der von ihr vorgeschlagenen Möglichkeiten, um dem sozusagen etwas schneller Herr zu werden, dass man also einen Überblick über die Folgen der Impfung haben kann, ist die retrospektive Studien auf Basis von elektronischen Gesundheitsdaten der gesetzlichen Krankenkassen. Also ist ja klar, wenn man einen Pool von 72 Millionen Menschen hat, die weitestgehend alle geimpft werden, dann hat man natürlich, wenn die zum Arzt gehen, eine hervorragende Überprüfung der Ärzte. Was ist jetzt eigentlich für ein Krankheitsgeschehen da draußen oder ist alles wie immer? Also man konnte, und das hat auch der Gesetzgeber CDU, CSU und SPD damals sehr schlau vorgesehen, die haben sich also überlegt, wenn wir eine neue Impfung einführen, das steht auch so im Gesetzesentwurf vom 3.11.20, wenn wir eine neue Impfung einführen, dann wollen wir über diese Kassendaten schneller Bescheid wissen, über die Häufigkeiten von Erkrankungen bei Geimpften gegenüber Ungeimpften. Das war der Plan.
Und auch Frau Keller-Stanislawski hat ja, wie Sie sehen können, den geplanten Beginn Quartal 2 2021. Ich möchte Sie daran erinnern, wir befinden uns am Ende im vierten Quartal 22 und sie hat gesagt, der geplante Beginn dieser Studien ist 2021. Und jetzt frage ich Sie, aber Sie wissen es wahrscheinlich nicht, ich habe das rausgefunden, hat das PAI die Daten der KVN genutzt? Ich habe es rausgefunden über die Anfragen der AfD-Fraktion an das Bundesministerium für Gesundheit. Nein, Sie haben es nicht genutzt. Und nachdem ich dann die Daten der BKK in Deutschland, 11 Millionen Versicherten, in die Hände bekam, damals durch den Vorstand Andreas Schöfbeck, der dann entlassen worden ist aufgrund dieser Daten, ich war damals derjenige, der diese Daten sichten durfte. Und ich habe schon damals... Okay, ganz kurz. Ne? Christoph Krüger, mein Lieber, auch wenn das alles der Wahrheit entspricht, das will ich dir gar nicht absprechen, aber das Wort Totgeburten ist zum Beispiel eins der Worte, die ich in meinem Chat und auch nicht in den Kommentaren sehen möchte. Gesagt habe ich das ja auch schon oft genug. Sei mir nicht böse, ich lösche den Kommentar. Genau das will YouTube eben hier nicht sehen. Danke. Darauf hingewiesen, dass es massive Ausreißer bei den Impfnebenwirkungen gab. Damals ist das quasi verharmlost worden. Also die Verharmlosung der Impfnebenwirkung war dann ab dann Standard und Gesetz. Und daraufhin hat sich dann endlich das Paul-Ehrlich-Institut ein bisschen angestupst gefühlt, auch mal dazu eine Äußerung abzugeben. Und die haben am 31.03. eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Ausdrücklich begrüßt das Paul-Ehrlich-Institut die das durch das Infektionsschutzgesetz eröffnete, die eröffnete Option, pseudonymisierte Daten der Kassenärztlichen Vereinigung anzufragen und für die Auswertung nutzen zu können. Also das Paul-Ehrlich-Institut tut so, als könnten sie das als Option nutzen. Definitiv nicht. Es steht im Gesetz, sie müssen es nutzen, sie müssen es sowieso nutzen. Sie haben es aber nicht getan. Und auch wie Sie da schon sehen, es ist der 31.03.22. Jetzt kommt aber noch das Beste. Am 31.03.22 teilt das Paul-Ehrlich-Institut mit, wie Sie da in Rot sehen, das Paul-Ehrlich-Institut bereitet die Ansprache der KVN derzeit vor. Also es ist ein bisschen viel, ne? Aber hier ist ein ganz wichtiger Punkt. 31.03.2022. Das Paul-Ehrlich-Institut bereitet die Ansprachen der kassenärztlichen Vereinigungen derzeit vor. Genau das ist unsere Politik. Ja, sie bereiten vor, sie planen, dann wird das hier aufgeschrieben, Pressekonferenz, passieren tut nichts. Was ich so absolut krank und pervers bei dieser Sache finde, das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut haben uns monatelang mit Informationen und Zahlen überschüttet, dass man das Gefühl bekam, mein Gott, die wissen es ja ganz genau. Ab einer Inzidenz von 50, von 65, von 110 und hast du nicht gesehen, die wussten es ganz genau. Ja? Das ist so ähnlich, als wenn du irgendwie an einem Autohaus vorbeikommst. Der Autoverkäufer greift dich von der Straße und empfiehlt dir dieses Auto. Wenn du dieses Auto nicht kaufst, dann stirbst du. Ja, weil alle kaufen dieses Auto und du gehörst einfach nicht dazu, wenn du es nicht kaufst. Und dann kaufst du dieses Auto, ne, widerspenstig, denkst dir, naja, gut, jetzt hat der mich überredet. Fährst los, nächsten Tag kommst du wieder, weil irgendwas klappert, fährst hin und sagst, Bruder, ich habe das Auto gestern gekauft, aber da klappert was. Und der Typ sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, willst du nicht mal nachgucken? Nee, kann ich nicht. Ja, wie, du hast doch gesagt, nee, weiß ich nicht. Hast doch gekauft, ist doch gut, ist doch dein Ding. Nö, sieh zu, wie du klarkommst, ne? Ja, aber wir müssen noch mal gucken. Ja, ich habe in meinen Terminkalender geschrieben, dass ich den Kfz-Meister anrufen werde. Wann das ist, das weiß ich noch nicht, aber ich werde mit dem beraten, was da mit deinem Auto klappert. Bis dahin, geh wieder zu Fuß, du Penner. So kommt das rüber. So abgebrüht. Unfassbar. Unfassbar. Wirklich, ich finde es also, absolut, ich habe das ja schon mal gesagt, ich wünsche diesen ganzen Verantwortlichen und auch den Mitarbeitern beim Paul-Ehrlich-Institut, dann kündige deinen Job, wenn du damit nicht leben kannst, wenn du das nicht möchtest. Aber jeder, der das mitgemacht hat, ja, nur weil er seinen scheiß Job behalten wollte, ne, dem wünsche ich, dass die geschundenen Seelen aller Opfer diesen Menschen nachts im Traum besuchen. Das wünsche ich diesen Menschen. Also das ist ja noch easy. Ne? Da gibt es ja ganz andere, Wünsche, was mit diesen Menschen am liebsten passieren sollte, wie ich hier eben auch schon gelesen habe, mit der Schwiegermutter.
Nicht, dass sie die Daten in irgendeiner Weise jetzt nutzen würden oder besorgen würden. Nein, sie bereiten die Ansprache vor. Aber Sie können es sich schon vorstellen, es ist nicht so, dass die Ansprache zu einer Ansprache geführt hat, die Vorbereitung. Ich glaube, Sie sind immer noch in den Vorbereitungen. Seit dem 31.03.2022 sind nun 8 Monate vergangen und das Paul-Ehrlich-Institut hat diese Daten bisher nicht eingefordert. Sie haben nie die Daten angefordert, die mittels einfacher Informationsfreiheitsanfrage, wie man bei Herrn Sichert sehen kann, an die Kassenärztliche Bundesvereinigung zu erlangen gewesen sind. Ich habe heute einen Rechtsanwalt beauftragt, der diese Daten, ich wusste nicht, dass Herr Sichert auch solche Dinge getan hat, mein Rechtsanwalt Frank Großenbach, der hat heute den Auftrag, diese Daten ans Paul-Ehrlich-Institut zu tragen. Ich hatte ja, wie gesagt, schon einige Kontakte zum Paul-Ehrlich-Institut, bin in einem WebEx-Call tonmäßig abgestellt worden vom Paul-Ehrlich-Institut, als die BKK-Daten besprochen wurden und frisch der Vorstand rausgeschmissen wurde, bin ich in dem WebEx-Call mit Herrn Psychotech gewesen. Man hat mir den Ton abgestellt und ich konnte auch nicht hören, was gesagt wurde und ich wurde dann aus dem WebEx-Call geschmissen. Seitdem, das ist ja im 1. März 2022 gewesen, seitdem hat das Paul-Ehrlich-Institut leider nichts unternommen. Nun habe ich gesagt, jetzt diese Daten, die Herr Sichert überfragt den Staat herausgefragt hat, die lasse ich heute übergeben. Ein privater Unternehmer, ein Selbstständiger, ein Datenanalyst, ein IT-Spezialist, der von einer Partei wie der AfD beauftragt wird, da mal Daten zu analysieren, um mal so ein bisschen ein klares Bild zu schaffen, der muss sich darum kümmern, dass die Behörde die Zahlen bekommt. Und zwar über einen Anwalt mit einem Empfangsschreiben, was am Ende dann nicht mehr abzuweisen ist, beziehungsweise abzustreiten ist. Ja? Ein Privatunternehmer schickt seinen Anwalt zum Paul-Ehrlich-Institut. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Das muss man sich wirklich mal... Ja, Schauner hat das, glaube ich, so schön geschrieben hier. Und der Deutschland ist so Kopf runter und weiter. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind also vorbei. Also die so ein bisschen widerständig waren, die kochen jetzt richtig. Wir lassen uns gar nichts mehr gefallen. Und ich auch. Zu mir hat man immer gesagt, Mensch, du musst auch nicht immer jedem deine Meinung sagen. Oh, gerade auch als Jugendlicher, ne? Richtig, ich habe immer alles rausgehauen. Naja, dann bremst man sich ein bisschen und so, aber es ist vorbei. Jeder kriegt jetzt richtig von mir und zwar richtig. Ja, und wenn ich Glück habe, habe ich noch 30, 35 Jahre auf dem Planeten. Das wird noch richtig lustig. Für mich wird es lustig. Deswegen, ne? Deswegen, vorhin habe ich auch gelesen, ja, die nächste Gesundheitskrise, die droht schon. Ich glaube, wir sind hier am Ende. Ich glaube, es wird ganz fürchterlich knallen in Deutschland, wenn die sich nochmal so einen Spaß erlauben. Da ist bei ganz vielen Leuten vorbei, glaube ich. Ne? Ja. Was natürlich scheiße ist, aber ja, ich habe es mir nicht einfallen lassen. Warum sind diese Daten so wichtig? Das habe ich Ihnen ja eben schon gesagt. Diese Daten sind viel schneller als die vom Statistischen Bundesamt. Und weil sie schneller sind, wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie hunderte Millionen Impfdosen verimpfen, dann müssen Sie natürlich ein Lagebild haben, wenn Sie schon keine Obduktion anordnen können und Menschen sterben. Und jetzt sage ich Ihnen, warum sind diese tatsächlich so wichtig? Jetzt schauen Sie mal, wie das in den einzelnen Codierungen aussieht. Also wir haben hier R96.0, den plötzlich eingetretenen Tod. Und wir haben eine sehr konsistente Zahlenfolge von 2016 bis 2020 in den Kassenärztlichen Bundesvereinigungsdaten mit unter 1000 plötzlich eingetretenen Todesfällen. Und in 2021 haben wir auf einmal 9809. Das gleiche Spiel sehen wir bei R96.1, Todesfällen. Also nur mal eben ganz kurz, ne? Das ist doch schockierend, oder? Schaut euch doch bitte einfach mal diese Kurven an. Ich meine, ey, hier braucht man auch gar nichts mehr zu sagen. Es ist einfach nur ein Schaubild und es ist ein Schauderbild. Ja, also auch diese Prozentzahl, die ist ja auf nichts zurückzuführen. Plus 1673% zum Vorjahr. 1673%. Ja, Grete, ja, na, vorsätzlich weiß ich nicht, ne? Ich habe so eine Theorie, ne, dass gesagt wurde, ja, wir brauchen Great Reset. Also Öl funktioniert nicht mehr und Kriege funktionieren nicht mehr, damit können wir kein Geld mehr verdienen. Wir brauchen diese neue Technik, ne, diese neue Umwelttechnik. Weil diese ganzen Reichen, die wollen ja eben halt auch ihre Gelder weiterhin anlegen. Aber Öl funktioniert nicht mehr. Und dann wird gesagt, okay, dann machen wir sowas wie
Na, lass mal gucken, was sagt unsere KI? Und die KI sagt, Mensch, so eine Gesundheitskrise wäre genau richtig, dann könnte man das mit einbinden, kann man das mit einbinden, kriegt die Leute ein bisschen in Schach, dann merken sie auf einmal, ah, okay, der Diesel muss verkauft werden und das funktioniert alles so nicht mehr, die Wirtschaft geht einen Bach runter, okay, ich muss mich unterordnen, okay. Und dann haben die Politiker gesagt, und dann kam die Pharma von der Seite und hat gesagt, wir können auch euch was liefern, wo ihr am Ende als Helden dasteht, als Gewinner, weil ihr die Leute geschützt habt. Und wenn wir Glück haben, diese neue Technik und diese ganzen Ergebnisse, die wir kriegen durch diese Massenbehandlung hier, vielleicht können wir auch so Dinge wie HIV oder Krebs dann später behandeln. Stellt euch mal vor, ihr Politiker habt es so, euch ist es zu verdanken, dass wir Krebs behandeln können. Wäre das nicht toll? Und dann sind die alle ausgeflippt. Was die Politiker aber nicht wussten, dass der Pharmaindustrie das scheißegal ist. Die haben immer abgezockt. Ja? Und die sind sozusagen der Politik auch in den Rücken gefallen, indem sie eben diese Brühe geliefert haben. Ja? Und ich weiß nicht, ob Wodak das war, wo Füll mich auch noch mit im Ausschuss war, wo von giftigen Chargen gesprochen wurde. Also manche Dinge sind nicht so giftig, andere sind giftiger. Naja, und was der Pathologe Professor Dr. Burkhardt da herausgefunden hat, das glaube ich, habt ihr auch schon alle gesehen. Das ist ja Resident Evil Deluxe Edition. Eintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome ohne anderweitige Angabe, auch ein sehr konsistenter Verlauf 2016 bis 2020 und 2021. 4.663. Das gleiche haben wir Tod ohne Anwesenheit anderer Personen. Auch hier sehen wir diese Anstiege. Und wir sehen jetzt bei der größten, das ist immer, wenn man so überhaupt nicht Bescheid weiß, R99, sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen. Wir sehen hier einen Anstieg auch um 300% von Todesfällen. In dem Fall sind wir von 5.000 auf 20.000 gestiegen. Also, ich möchte Ihnen das nochmal zeigen, dass das Ganze ja in Quartalszahlen zu uns gekommen ist. Und in Quartalszahlen sieht es nochmal etwas interessanter aus, weil wir ja sehen, dass quasi schon im letzten Quartal 2020 ein minimaler Anstieg zu sehen ist, der vorher so nicht da gewesen ist, sodass also auch hier eine gewisse Konsistenz der Daten nicht zu leugnen ist. Und ganz kurz, es tut mir leid, ich muss hier mal unterbrechen. Er sagt gerade, im letzten Quartal 2020, da sind wir ja, da haben die ja angefangen. Das heißt, unmittelbar, ohne Zeitverzögerung, hat der Effekt eingesetzt. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die Verantwortlichen das nicht wussten. Es gibt in Deutschland Menschen, die in der Verantwortung sind, die das wissen. Ja. Und alleine hier der letzte Balken in 2020 zum ersten Balken in 2021, das erkennt jeder Fünfjährige, erkennt das sofort, dass hier was nicht funktioniert. Und im ersten Quartal ist es ein massives Sterbegeschehen. Und was man auch sagen kann, eine R96 oder R98 oder R99 wird natürlich niemals kodiert, wenn ein Leichnam abgestrichen wurde, hinterher mit einem PCR-Test und dabei rausgekommen ist, dass der negativ ist. Dann hat das keinen Zusammenhang mit Corona. Und insofern kann man also hier davon ausgehen, dieses sind definitiv keine Corona-Gestorbenen, auch nicht an und mit, weil diese Kodierung nur dann, wenn keine andere Erkrankung angehalten ist, also dort zu finden ist und auch keine Vorerkrankungen zu finden sind. Dann haben wir den Tod ohne Anwesenheit anderer Personen quartalsmäßig und wir sehen, dass auch das erste Quartal 22 hier dabei ist. Da haben Sie mal einen Einblick, dass jetzt beispielsweise bei der sonstigen ungenau oder nicht näher bezeichneten Todesursachen die weiterhin eine starke Kodierungshäufigkeit vorliegt. Das ist natürlich, wenn man das sich hier so anguckt, ein in sich konsistenter Datensatz, den wir abgeliefert bekommen. Und wir müssen natürlich noch den plötzlichen Herztod, der ja auch häufig stattfindet in diesem Fall, nicht ganz so häufig wie die anderen, aber der ist auch verstärkt kodiert. Und auch der hält in 2022 an. Ich möchte das nicht in Zusammenhang bringen mit der jetzigen von dem Statistischen Bundesamt mitgeteilten Übersterblichkeit, die ja auch im Radio schon verteilt wird und wo es ja schon das große Rätselraten darum gibt, wie diese Übersterblichkeit jetzt zustande kommt. Und die neuesten Kreationen sind ja, es könne eine frühere Corona-Infektion gewesen sein. Das sind natürlich Behauptungen und die sind natürlich unbelegt. Ich persönlich muss darüber ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, weil
weil es ganz einfach wäre, mit Daten der Kassenärzte und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung rauszufinden, warum jemand gestorben sein könnte. Man könnte nämlich genau, und das kann ich jetzt mal als Anregung in die Welt erzählen, man könnte einfach diejenigen, die mit diesen Codierungen gestorben sind, könnte man filtern und man könnte sagen, filter mir alle I46.1, alle, die also in dem Monat, meinetwegen Oktober, wo die Übersterblichkeit ist, filter mir alle raus und schau, was die vorher hatten. Und wenn die vorher eine Corona-Infektion hatten, naja, dann ist es vielleicht denkbar. Und wenn sie keine Corona-Infektion haben, dann ist es natürlich nicht denkbar, dass eine verschleppte Corona-Infektion vorgelegen haben könnte. Ich muss hier noch mal ganz kurz einlenken. Er sagt hier gerade, dass in den Zeitungen vermutet wird, ne, also ist alles nicht so wild, sind wahrscheinlich die Verstorbenen. Und er legt jetzt hier Zahlen vor, die das absolut widerlegen. Er hat gerade eben vorher in dem Schaubild vorher gesagt, zu diesem Code gibt es keine Vorerkrankung, gibt es keine sonstige Erkrankung. Man wird dann Abstrich genommen haben bei diesem Verstorbenen, der war negativ, sonst hätte dieser Todesfall nicht diesen Code bekommen. Ja, und in der Zeitung steht dann, ja, es gibt eine Übersterblichkeit, aber wahrscheinlich hat das alles mit, weißt du, ne, wahrscheinlich. Aber genau die gleichen Zeitungen, die vorher gesagt haben, Leute, ihr müsst, weil die Zahlen sind so und das ist alles ganz genau und pipapo. Weißt du, also vorher kommen sie und sagen, wir wissen es ganz genau und hinterher sagen sie, wir wissen es nicht oder wie konnten wir das wissen? Und das finde ich auch wirklich. Und es ist jetzt auch so einfach, ich möchte das nochmal eben ganz kurz sagen, weil viele ja auch nach Gerechtigkeit schreien, ich ja auch, ne? Diese Zahlen, wenn die unwiderlegbar sind, was Herr Lausen hier sagt, ne? Dann wäre das auch sofort, diese Zahlen wären Grundlage für einen Strafprozess. Für einen Strafprozess für unsere verantwortungslosen Politiker. Das hättet ihr wissen müssen. Das hätte eure Behörde wissen müssen. Ja, ihr habt sogar Gesetze gemacht, wo gesagt wurde, ihr müsst das überprüfen. Habt ihr nicht? Ja, nun hier, die AfD bringt jetzt hier was auf den Tisch, was so ein bisschen nach Nürnberg riecht, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich will nur damit ein Beispiel zeigen, wie einfach es wäre, wenn man es wollte. Wenn man herausfinden wollte, ob eine Übersterblichkeit an einer vorangegangenen Erkrankung liegt oder ob es andere Ursachen hat. Hier jedenfalls, wenn man sich diese Daten anguckt, muss man konstatieren, dass ganz klar im Quartal 1 2021 Ärzte offensichtlich verstärkt eine Codierung benutzt haben, die einen unklaren Tod vor ihnen gesehen hat und dass das in einer Häufigkeit stattgefunden hat, wie es mehr als auffällig ist. Das habe ich schon gesagt, dass die Übersterblichkeit damit geklärt wird. Im Grunde genommen habe ich Ihnen jetzt zunächst einmal nur oberflächlich die Daten gezeigt. Ich habe, weil ich auch als Datenanalyst, ich bin auch Programmierer, ich habe ein Portal programmiert, wo Menschen Beschwerden angeben können, die sie nach einer Corona-Impfung gehabt haben. Diese Plattform steht 200 Ärzten zur Verfügung, die Impfschäden oder auch Impfnebenwirkungen behandeln können. Patienten können sich dort anmelden und genau... Jetzt wird es wichtig, ganz kurz hier. Auf dieser Seite, um herauszufinden, nicht nur wer ist gestorben, sondern auch welche anderen Diagnosen, sei es Krebsdiagnosen, Augenleiden, Darm- oder Divertikulitis-Erkrankungen, diese ganzen kann man auf corih.de selbst analysieren. Das Tool ist von mir programmiert und analysiert quasi die Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sodass also jeder seine Erkrankung eingeben kann. Beispielsweise die bösartige Neubildung der verschiedenen Körperregionen kann man dort nachsehen. Ist es eine Verstärkung oder nicht? Ich kann nur sagen, es ist sehr interessant. Man sieht sehr interessante Krankheitsverläufe und Häufigkeiten. Und darauf wollte ich hinweisen. Und insofern kann ich Ihnen noch als Abschlussbild nochmal zeigen, wie dramatisch das ist. Auch meine Vorstellung ist, dass das Paul-Ehrlich-Institut nach dem Arzneimittelgesetz dies als Risikosignaldetektion endlich benutzt und sagt, solange wir nicht aufgeklärt haben, warum wir so viele unklare Todesfälle haben im Gegensatz zu 2020 und bis 2016 zurück, solange dürfen die Impfstoffe nicht verimpft werden. Ich sage nicht, dass diese Todesfälle von den Impfstoffen kommen, explizit nicht, sondern ich sage schlichtweg,
Sie haben ein Risikosignal zu bearbeiten und erst wenn ein Risikosignal bearbeitet ist, erst dann ist man befugt, letztlich zu sagen, es ist alles in Ordnung. Im Moment kann ich das so nicht erkennen. Vielen Dank. Ein ganz wichtiger Satz, wie ich finde, und Grete hat das hier auch schon gut geschrieben, mich wundert ja, dass bei dem Lausen noch kein SEK war, um ihn einzuschüchtern, weil er sich ausschließlich um Zahlen kümmert. Und er sich hier ganz deutlich distanziert von dem Zusammenhang, dass das eben mit der Impfung zusammenhängt. Das kann er, weil er kein Mediziner ist, kann er natürlich ganz klar sagen. Diese Grafik, die könnt ihr doch jedem schicken, der anfängt rumzupatronieren, rumzusappeln, rumzulabern. Ja? Schickt diesen Leuten, macht euch da einen Screenshot von. Ja, einfach mit dem Handy ein Foto. Hier, guckt ihr das an. Das sind offizielle Zahlen, das da oben sind die Behandlungscodes. Oder die andere Tabelle, die wir vorher gesehen haben, wo dann auch noch steht, plötzlich und unerwartet verstorben. Die sieht ja ähnlich aus. Da brauchst du auch nicht mehr reden und argumentieren. Einfach dieses Bild. Ne? Und wisst ihr, was auch krank ist? Es wird sich ja noch verändern. Wenn jetzt nichts passiert und in 3 Jahren schauen wir uns das noch einmal an, dann haben wir inmitten dieser ganzen Jahre so einen Peak und der ist nie wegzudiskutieren. Der wird nicht wegzudiskutieren sein. Das Internet vergisst nicht. Ja? Die Daten sind gespeichert. Das ist alles gespeichert. Es wird Leute geben, die irgendwann anfangen werden, hier, keine Ahnung, im großen Rahmen zu klagen oder ich weiß es nicht. Ja? Auf alle Fälle ist die Unwahrheit, hat niemals Bestand. Niemals. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich sage das immer wieder, dieser Vergleich zum Dritten Reich. Ne? Auch diese Gesundheitskrise hat ihre Phasen gehabt, wie sie im Dritten Reich waren. Jetzt im Moment werden wir gerade, ich erzähle das ab und zu mal, wir werden gerade, kennt ihr diese Bilder, wo die Alliierten, die Dorfbewohner, durch diese Baracken führt, an den Bergen vorbei, der ehemaligen Barackenbewohner. Kennt ihr diese Schwarz-Weiß-Bilder, wo die Frauen die Hände vor den Kopf halten und da durchrennen durch diese Berge? Und so ein bisschen komme ich mir auch gerade vor. Ne? Man zeigt uns jetzt hier die Geschädigten und das ist total erschütternd. Ne? Und er hat ja auch eingangs gesagt, laut Robert Koch oder Paul-Ehrlich-Institut gibt es offiziell 3000 Verstorbene. Nun wird ja gesagt, das sagen diese Institute ja selber, dass meistens immer nur so 1% bis maximal 5% gemeldet werden. Der Rest ist, könnt ihr mal eben rechnen, wenn 3000 5% sind, dann reden wir hier von, das müssen wir mal eben selber rechnen, wir reden hier von 100.000 Verstorbenen im Notfall, ja, im schlimmsten Fall. Und diese Behörden, denen ist das vollkommen egal. Das interessiert die überhaupt nicht. Und auch das hatten wir auch schon einmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Lausen, gibt es Fragen dazu? Bitte schön. Sven Bargel, Forum Wochenmagazin. Eine Nachfrage. Kann man denn aus den KBV-Zahlen nicht rauslesen, ob die geimpft sind oder ob das Ungeimpfte sind? Hat man keine Chance, oder? Nein, das ist auch im Vorwege gar nicht vorgesehen gewesen. Also es ist natürlich so, dass zu einem späteren Zeitpunkt, als die Impfzentren nicht mehr die ganze Arbeit gemacht haben, da haben die Kassenärzte angefangen zu arbeiten und sie können dann sehen, wie viele tatsächlich eine Impfung bekommen haben. Dafür gibt es eine Codierung. Wenn ich das recht im Kopf habe, ist das die U119. Das ist U119 ist neu eingeführt worden. Erforderlichkeit einer Impfung ist der Code, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dieser Code weist bei den Hausärzten, ich glaube, 31 Millionen aus. Es gibt noch einen zweiten Code, da weist der, glaube ich, 6 oder 7 Millionen aus. Das kann man alles nachsehen auf cori.h.de. Da können Sie also die Impfungsanzahlen suchen, die jetzt zumindest in den Kassendaten zu sehen sind. Und aber sie haben natürlich das Problem, dass viele Leute in die Impfzentren gegangen sind und die haben es nicht direkt dem Patienten zugeordnet. Wenn ich dazu kurz noch ergänzen darf, es ist ja vom Gesetzgeber im § 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz explizit vorgesehen worden, dass das Paul-Ehrlich-Institut nicht nur die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung holt, sondern entsprechend auch die Daten aus den Impfzentren, damit sozusagen diese Daten miteinander verknüpft werden können.
Das können wir jetzt hier nicht, weil wir nur die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung haben. Letztlich, ja, eigentlich werden die Regierungsstellen in der Lage, die Daten aus den Impfzentren, wenn sie ihrem gesetzlichen Auftrag nachgekommen wären, diese Daten sich zu holen und zu verknüpfen, zu sagen, wir haben hier ein entsprechendes Geschehen bei Geimpften oder Ungeimpften. Aus diesen Daten heraus können wir es leider nicht sehen. Dann hätte ich noch eine Nachfrage zu den Impfschäden. Die KBV sprach vor ungefähr 3 Monaten, da gab es mal eine offizielle Mitteilung von 2,5 Millionen Impfschäden, hat aber gerade selber dann auch noch dazu gesagt, die gehen von einer Dunkelziffer aus, die wahrscheinlich weit höher liegt. Also man, ich glaube, der Doppelte. Kann man bei den Todeszahlen sagen, dass es da eventuell auch eine Dunkelziffer gibt, dass da Leute tot erklärt wurden mit Gründen, die vielleicht, gibt es da dann auch eine Dunkelziffer bei den Todeszahlen? Definitiv. Sie müssen ja sehen, dass zunächst einmal offensichtlich laut Aussage von Herrn Menzer, dem Leiter der Pharmakovigilanz vor dem Bundesverwaltungsgericht, Herr Dr. Menzer hat mir gesagt, dass 10% der Fälle, die Sie gemeldet bekommen haben, nur von Ärzten oder dem Gesundheitsamt gemeldet wurden. Und hier sehen Sie mal die Todesfälle, die in 2021 stattgefunden haben. Das ist der Sicherheitsbericht vom 7.2. Hier handelt es sich um 2.255 gemeldete Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung. Und diese Todesfälle nimmt das Paul-Ehrlich-Institut als die Gesamtmenge, die gemeldeten, als die Gesamtmenge der unklaren und unerwarteten Todesfälle. Das Paul-Ehrlich-Institut macht hier einen definitiven methodischen Fehler. Das ist auch schon vom Bundesverwaltungsgericht zur Sprache gekommen. Das Bundesverwaltungsgericht hat sehr in großer Unkenntnis, das möchte ich dem Bundesverwaltungsgericht mal vorwerfen, entschieden, dass das scheinbar eine ordnungsgemäße Analyse ist, die Observed versus Expected Analyse mit nur den gemeldeten Fällen. Eigentlich muss ja, wenn man eine unklare Todesfallzahl hat vom Vorjahr als Referenzgrundlage, müsste man ja vom Jahr, wenn man was monitoren möchte, müsste man ja von dem Jahr die gesamte Todesfallzahl, die unklar ist, dagegen setzen. Und man kann ja nicht nur sagen, ich nehme nur die Fälle, die mir jetzt telefonisch gemeldet werden. Was ist denn, wenn jetzt keiner da ist und der ruft nicht nochmal an? Dann ist dieser Todesfall ja schon gar nicht mehr Teil der Observed versus Expected Analyse. Telefonisch gemeldet. Du kannst beim, da ist es ja nicht so fast. Es ist ja, mir fällt also auch wirklich hier nichts mehr zu ein, ne? Und er bemängelt sogar das Gericht hier noch, ne? El Resiliente, das tut mir furchtbar leid mit deinem Bruder. Auch von mir mein allerherzlichstes Beileid. Das ist ganz furchtbar, wenn Menschen den Willen verlieren zu leben. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Das tut mir furchtbar leid. 1255 Todesfälle. Und das Erschreckende, das ist das, was eigentlich den Verdacht nochmal erhöht, dass es hier doch durchaus viele Todesfälle gibt, ist, was Sie hier sehen, hier ist eine Anfrage in dem Fall von Herrn Thomas Dietz, der hat eine Anfrage beim Bundesministerium für Gesundheit gemacht, nur für den Impfstoff Comirnaty von BioNTech. Und dort hat der Staatssekretär Professor Dr. Edgar Franke, der hat eine Liste aufgestellt, wie viele Menschen in den jeweiligen Altersgruppen sind am Tag der Impfung gestorben. Also sie gehen zur Impfung und sterben an dem Tag. Das würde ich jetzt mal sagen, dass sie zunächst gesund gewesen sind. Insbesondere, wenn sie zwischen 18 und 59 gewesen sind, sind es in 2021 nur mit BioNTech-Impfstoff 85 Menschen, die am Tag der Impfung, möglicherweise wenige Minuten oder auch einige Stunden danach, gestorben sind. Die sind tot umgefallen. Diese Leute kommen möglicherweise in Betracht, dass sie in dem R96 plötzlich eingetretener Tod oder I46.1 landen. Da sind sie statistisch drin. Aber es sind nur 85 gemeldet worden am ersten Tag. Und dann sehen Sie ja in der Liste weiter, dass auch die 12- bis 17-Jährigen, da gab es sogar 3, und das wurde ja erst gegen Ende des Jahres bei den 12- bis 17-Jährigen verimpft, und da gab es 3 Todesfälle. Also ein Teenager, der zur Impfung gegangen ist und wenige Stunden später tot gewesen ist. Ist. 3 Stück. Und dann haben wir noch ganz viele ältere Menschen, über 60, da waren es am ersten Tag 285 Menschen, nur bei dem Impfstoff von BioNTech. Also das müsst ihr euch mal einfach vorstellen, ne? Am ersten Tag nach der Impfung, wenn man hier diese Liste so sieht, 18- bis 95-Jährige, da haben wir 85 und älter als 60 Jahre 235. Das heißt, wir liegen hier bei 320, ist das richtig?
bei 320 Toten, ein Tag nach der Impfung. Ich hätte als Gesundheitsminister, Kanzler sofort alles abgebrochen. Sofort. Wie kann das denn sein, dass man da so drüber hinweggeht? Und wie ist es gelaufen am ersten Tag? Ja, unsere Statistiker sagen 300, ne, so, keine Ahnung, ne, nach 2-3 Tagen fragt da mal jemand, wie ist es denn gelaufen? Ja, unsere Statistiker sagen so ungefähr 320 Tote jetzt. Ah, okay, am ersten Tag, no, das geht ja noch für, keine Ahnung, 10 Millionen Impfungen, ist das ja ein Witz. Ja, und dann gehst du zu den Familien hin und sagst denen das, ja, mein Kind ist tot, ja, mein Mann ist tot, meine Frau ist tot. Sagst du, richtig mal nicht auf. Das ist doch ein Witz. Überleg mal, wie viel wir verimpft haben, beruhig dich mal ein bisschen. Und genau das ist die Einstellung, die ich absolut, absolut hasse. Und aufgrund dieser Einstellung sind schon Millionen von Menschen ums Leben gekommen vor vielen, vielen Jahrzehnten. So, das ist natürlich ein Signal. Das heißt also, wenn Sie diese Information bekommen und das melden nicht die Ärzte, also diese Fälle sind nicht, diese schon sind nicht von den Ärzten zu 100% gemeldet, sondern diese Fälle sind tatsächlich zu 90% von den Angehörigen gemeldet. Das ist eine amtliche Auskunft des Paul-Ehrlich-Instituts. Von den Angehörigen, nicht mal von den Ärzten. Alle gepennt, alle geschlampt, ja. Alle, auch die Ärzte haben alle, oh, jetzt habe ich schon wieder was gesagt, mir fehlen also wirklich die Worte. Mir fehlen wirklich manchmal die Worte. Ihr habt das Thema hier gerade so schön, da wollte ich auch mal ganz kurz was zu sagen, mit dem System, dass wir raus aus dem System müssen. Also, wenn ich davon ausgehe, dass wir das System sind und die müssen zu uns kommen. Wir machen einfach so weiter, wie es uns gefällt. Ja, wir machen einfach so weiter, wie es uns gefällt. Und das, was uns nicht gefällt, dann machen wir einfach nicht mehr mit. Das dreht sich aber auch hier um Konsum. Auch, ne? Ist natürlich wieder ein bisschen, ja, doppelmoralisch, weil im Grunde Unternehmen wie Google müssen wir im Grunde auch Konsumverzicht anzeigen, indem wir eben deren Netze nicht mehr benutzen. Ne? Ist aber natürlich hier ein Drahtseilakt, weil man natürlich hier am meisten Menschen zusammenbekommt. Und ich kann sagen, in den letzten 3 Jahren, wie war es denn, in den letzten 2 Jahren, ein Kanal ist mir ja verloren gegangen, die Zensurbeschränkungen sind gelockert worden, und zwar ganz gewaltig, sonst wäre dieses Video von der AfD, die Pressekonferenz hier mit Tom Lausen, das hätte keine Stunde auf YouTube durchgehalten, dieses Video. Also auch da ändert sich was. Und im Übrigen haben die jetzt schon nach einem Tag knapp 300.000 Klicks. Das ist der blanke Wahnsinn. So, wir haben noch 10 Minuten, haltet noch durch. Wir sind das heißt also, man kann hier schon sehen, selbst für die statistische Berechnung, also selbst wenn die gar keine Möglichkeit haben, Obduktionen anzuordnen, dann hoffen die offensichtlich darauf, dass niemand anruft. Und nur dann, also ich habe auch von Fällen, von Todesfällen gehört, die den Verdacht hatten, die keinen Rückruf bekommen haben. Also ich überprüfe meine Statistiken natürlich auch mit der Lebenswirklichkeit, was also tatsächlich stattfindet. Aber wie Sie hier sehen, mit diesen Zahlen müssten Sie eigentlich was tun. Jetzt sage ich nicht, dass jeder Gestorbene mit der Impfung selbst zu tun hat, aber hier gibt es eine Studie von 2004. Da geht es damals um plötzliche und unerwartete Todesfälle nach der Verabreichung von 6-wertigen Impfstoffen, Diphtherie und so weiter. Und lesen Sie einfach nur die Schlussfolgerung unten. Diese auf Spontanmeldung, also das, was das Paul-Ehrlich-Institut ja als Spontanmeldung betrachtet, wenn ein Angehöriger anruft, dieses auf Spontanmeldung basierende, diese Befunde belegen keinen kausalen Zusammenhang zwischen Impfung und plötzlich unerwarteten Todesfällen. Sie stellen jedoch ein Signal für einen der beiden 6-fach-Impfstoffe dar, was zu einer intensivierten Überwachung auf unerwartete Todesfälle nach Impfung führen sollte. Also es geht nicht darum zu behaupten, das wäre alles von der Impfung, sondern sie haben eine Pflicht in dem Moment für die Menschen und natürlich auch für die Ärzte. Sie müssen sich immer überlegen, die Ärzte gehen ja davon aus, dass das alles sicher ist. Wenn sie dann also die Daten gar nicht überprüfen und sie behaupten nur, das ist alles sicher über einen langen Zeitraum, dann müssen sie dann natürlich aber auch ihre Pflicht tun und sagen, ich untersuche die Daten, die ich zur Verfügung habe. Wenn sie das dann auch nicht machen, dann können sie ja nicht behaupten, dass es sicher ist, nur weil sie jetzt Angehörige anrufen und sagen, ja, herzliches Beileid, das reicht ja nicht. Also damit können sie ja nicht eine Sicherheitsbehörde sein. Und aus meiner Sicht gehörten diejenigen, die im Paul-Ehrlich-Institut verantwortlich sind, zunächst einmal sehr deutlich befragt, was sie sich bei diesem Unsinn gedacht haben, den sie da verzapfen. Und das ist eine Bundesoberbehörde. Und ich weiß, dass ich mich damit natürlich in den Vordergrund schiebe, aber ich würde diese Befragung gerne durchführen.
Wenn ich dazu kurz noch ergänzend was sagen darf. Wir wissen ja vom Anfang der Impfung, beispielsweise AstraZeneca, dass man dort auch schon bei Impfstoffen reagieren musste wegen Todesfällen, die eingetreten sind, wo wir diese Hirnvenenthrombosen hatten und man dann entsprechende Altersgruppen rausgenommen hat, weil entsprechend Todesfälle aufgetreten sind. Und der politische Skandal an der Stelle ist natürlich, dass man trotzdem die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung, obwohl man die Möglichkeit gehabt hätte, die einzuholen, nicht eingeholt hat. Und wir jetzt diese Daten vorliegen haben und in diesen Daten sehen, dass eine massive Zunahme dieser Todesfälle plötzlich und unerwartet entsprechend vorgekommen ist. Und das Paul-Ehrlich-Institut ja diese Möglichkeit schon viel eher gehabt hätte, diese Daten einzuholen und zu analysieren und auszuwerten, ist sogar ihr gesetzlicher Auftrag gewesen ist und sie dem nicht nachgekommen sind, obwohl sie ja selbst Todesfälle nach Impfung ihnen bekannt gewesen sind. Wie gesagt, bei AstraZeneca hat man ja das komplette Verfahren abgeändert, weil eben Todesfälle eingetreten sind. Darf ich mal fragen, ob jemand von den Öffentlich-Rechtlichen hier heute sitzt? Ich bin ja nun sehr unerfahren mit solchen Pressekonferenzen. Ist jemand hier? Nein. Okay. Das passt eigentlich, Entschuldigung, passt eigentlich in das Bild, was ich gewonnen habe, dass man diese Art von Berichterstattung und von Datenanalysen nicht nennen möchte. Das passt genau zu dem, was im Paul-Ehrlich-Institut aus meiner Sicht auch passiert. Ich rüge das aus meiner Perspektive als Datenanalyst sehr, weil ich diese Arbeit ja nicht mache, weil ich das so toll finde, sondern weil es dringend notwendig ist, dies zu tun. Und insofern habe ich nur noch mal nachfassen wollen, dass hier von den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich keiner sitzt. Ganz kurz möchte ich noch mal eben etwas erwähnen, und zwar diese Sache mit den Öffentlich-Rechtlichen. Ich erwische mich auch immer oft dabei, dass ich, wenn ich hier recherchiere für meine Videos, dass mich diese Artikel ein bisschen runterziehen auf einer gewissen Art und Weise, weil ich habe natürlich jetzt hier, dadurch, dass ich mich mit meinem YouTube-Kanal und diesen Artikeln auseinandersetze, habe ich natürlich so ein bisschen eine satirische Art und Weise entwickelt für mich und habe einen gewissen Abstand dazu, aber ich erwische mich immer wieder, dass ich dann auch merke, oh mein Gott, also wenn du das wirklich auch noch für bare Münze nehmen müsstest, was jeden Tag in den Zeitungen oder in den Medienportalen zu finden ist, dann ist es klar, dass du ja irgendwann durchdrehst. Ne? Und ich bin 51, ich bin in den 70ern geboren, 71 geboren, und wir haben das ja so erlebt. Das waren alles etablierte Medienhäuser. Was da drin stand, war auch Fakt, weil wir keine andere Möglichkeit hatten, das zu überprüfen. Aber seit vielen Jahren gehen die Printumsätze, also die gedruckten Zeitungen, fürchterlich in den Keller. Die Einschaltquoten der Tagesschau und dieser ganzen anderen Sendung gehen fürchterlich in den Keller. Ja? Da sind, keine Ahnung, 15-20% der deutschen Bevölkerung schauen Fernsehen, der Rest schaut vielleicht zusätzlich Fernsehen, denn ne, hauptsächlich holen die sich ihre Informationen im Internet. Und deswegen sage ich, für diese 20% ist das alles auch gemacht. Ja, die das hier vorhatten, ne, die Lenker dieser Gesundheitskrise, die wussten von vornherein, dass sie einen großen Teil nicht kriegen werden. Das wussten die. Die wussten, dass sie uns nicht kriegen werden. Das wussten die vorher. Ja. Und lasst euch bitte nicht verführen, wenn ihr Nachrichten seht. Ja, wenn ich hier höre, wir müssen aus dem System heraus. Stellt euch einfach mal vor, wir sind mehr. Wir glauben nur, dass wir weniger sind, weil es in den alten Medien steht. Ja, aber da guckt kaum noch einer rein. Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt zu erkennen. Wir müssen das System zu uns holen. Ja. Wenn so ein Politiker merkt, Mensch, ich werde gar nicht mehr gewählt, wen frage ich denn? Ja, den Wähler, du Idiot. Ja, fragst du den Wähler, was hättet ihr denn gern? Und dann sind wir an dem Punkt, den wir brauchen. Und ohne Druck, ohne alles, ohne Gewalt, ohne alles, ja. Gut, das ist natürlich alles nur theoretisch, aber unterm Strich wollen sie doch einfach nur unser Geld. Und wenn wir uns da mit unserem dicken Hintern draufsetzen und sagen, so, es gibt nur noch zuverlässige Partner in der Zukunft, wer will meine Kohle haben? Ich hatte neulich mit der Freundin eine Diskussion. Ne? Wenn du jetzt so Rewe bist zum Beispiel, die fangen ja an hier auch mit Lieferdiensten. Ne? Du musst mal überlegen, also ich jetzt zum Beispiel als alleiniger Haushalt, ich gebe im Monat 300, 350 Euro nur für ganz normale Ernährung aus. Das sind 350 Euro im Monat. Was hätte früher so ein Versicherungsvertreter, der hätte sonst was bewegt, wenn er diese 350 Euro haben will? Ja. Das heißt also, so ein Rewe-Typ, so ein Rewe-Laden,
der müsste heiß sein auf meine 350 Euro jeden Monat. Ne? Die müssten kommen und müssten einen Vertrag mit mir machen und sagen, pass mal auf, wenn du die nächsten 10 Jahre hier beim Rewe einkaufst, dann beliefern wir dich umsonst. Und zwar innerhalb von 10 Minuten. Ja, ist doch ein Deal. Und dann unterschreibt, versteht ihr, mal so ein bisschen diese ganze Sache von der anderen Seite sehen. Ja. Ja. Gut, wir haben noch 2 Fragen, hatte ich gesehen. Einmal Herr Peurat. Ja, eine Frage an Herrn Sichert. Sie als jemand, der jetzt damit politisch umgehen muss. Sie kritisieren ja, wenn ich das richtig verstehe, in erster Linie, dass das Paul-Ehrlich-Institut nicht mit diesen Daten arbeitet. Nun wirft das PAI umgekehrt ja den KBV vor, sie würden diese Daten nicht geben. Also das war zumindest eine Aussage von diesem schon besagten Herrn Menzer, der meinte, die KBV hätten die nicht rausgerückt. Und es wurde da spekuliert, dass sie Sorge hätten, das könnte nicht ausreichend pseudonymisiert werden. So zumindest also, der das, Vorwurf. Also das ist definitiv, das kann ich auch ganz klar sagen, das ist definitiv eine Lüge. Weil, wie Sie sehen, ich habe die Daten überfragt, den Staat, also öffentlich, angefragt und habe diese Daten bekommen. Und diese Daten sind ja alle pseudonymisiert, das heißt, die Daten sind vorhanden. Die Kassenärztliche Vereinigung hat gegenüber dem Deutschen Bundestag auch in einer der letzten Anhörungen ganz klar gesagt, wenn wir Daten haben, die abgerechnet sind, können wir die auch dem Deutschen Bundestag und den entsprechenden Fraktionen dort zur Verfügung stellen. Das war immer die Aussage der Kassenärztlichen Vereinigung. Ganz im Gegenteil, Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut haben sich gegenüber auch den Fraktionen im Deutschen Bundestag immer versucht rauszureden, zu sagen, ja, wir setzen jetzt da noch ein Portal auf und über dieses Portal soll das Ganze dann laufen und so weiter. Das heißt, sie haben es massiv schlicht verschleppt. Denn diese Daten einfach anzufragen in ein Excel-Tool oder sich mit Excel zu holen und eine entsprechende Auswertung darüber, über diese Daten laufen zu lassen, einfach nur zu gucken, was für statistische Ausreißer haben wir da, das ist eine Sache, die hätte auch das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut mit keinem allzu großen Aufwand machen können, ja sogar machen müssen. Und Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut kommen hier definitiv ihrer Aufgabe nicht nach. Und es ist nicht die KBV, die ja diese Daten tatsächlich auch hat und diese Daten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und gestellt hat über diese Anfrage bei Frag den Staat. Ich möchte es kurz ergänzen, wenn es so einfach ist, an diese Daten heranzukommen. Ich habe das von Herrn Menzer, ich habe ihn persönlich befragt und ich habe von Herrn Menzer erfahren, die Kassenärztlichen Vereinigungen kooperieren nicht. Insofern ist das richtig, was Sie gerade gesagt haben. Aber die Nicht-Kooperation ist ja bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Ich selbst habe auch die Kassenärztliche Vereinigung in Hamburg angefragt. Die haben gesagt, sie hätten keine Verpflichtung. Es steht aber im Gesetz, dass sie eine Verpflichtung haben. Und das ist letztendlich eine sehr einfache Sache zu lösen. Das sind Körperschaftlichen des öffentlichen Rechts. Alle Kassenärztlichen Vereinigungen, und zwar nicht der Bundesverband, der hat ja tatsächlich die Daten herausgegeben, aber alle Kassenärztlichen Vereinigungen haben diese Pflicht nicht erfüllt. Die haben nicht mal Gespräche zur Nichterfüllung geführt. Das heißt, das ist ja auch durch eine Bundestagsanfrage ist ja rausgekommen, dass die nicht mal mit dem Paul-Ehrlich-Institut gesprochen haben. Also weder das Paul-Ehrlich-Institut hat die Kassenärztlichen Vereinigung kontaktiert, noch haben die Kassenärztlichen Vereinigung das Paul-Ehrlich-Institut kontaktiert. Und das ist eigentlich der Skandal, dass Daten vorliegen, die die Sicherheit der deutschen Bevölkerung, der deutschen Versicherten in gewisser Weise sofort gezeigt hätten. Und vor allen Dingen, dass man, wie ich Ihnen das vorhin gezeigt habe, ab dem 2. Quartal behauptet hat und versprochen hat, dass man ab da die Daten einholt, die Kassendaten, und das dann nicht gemacht hat, wie das Frau Keller-Stanislawski vom PAI gesagt hat, das ist eigentlich der Skandal, das hier. 2. Quartal 2021. Wir sind jetzt 1,5 Jahre weiter. Muss man sich einfach mal vorstellen. Ja, also hier finde ich auch, hier muss auch jetzt irgendwie so ein Bundesstaatsanwalt mal ran und mit den Kollegen hier zusammen einfach auch mal gucken, wer jetzt hier Verantwortung trägt. Die müssen alle Verantwortung tragen. Ja. Herr Ratsch, Sie hatten noch eine Frage oder? Dann hier vorne bitte. Ja, guten Tag, Friedemann Däblitz. Ich habe eine Frage. Ist es vorstellbar, dass diese Sprünge, die Sie jetzt gesehen haben, dass die vorher noch niemandem aufgefallen sind?
Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie sieht es mit anderen Diagnosecodes aus, also für solche, die jetzt nicht Todesfälle betreffen? Sie sagten ja vorhin schon Darmerkrankungen, Krebserkrankungen, wenn ich richtig gehört habe. Gibt es da auch so auffällige Sprünge? Und wenn ja, wird es da auch noch eine Auswertung von Ihnen geben, die da vorgestellt werden wird? Also, Ad 1, dass das nicht aufgefallen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann jetzt nicht irgendjemandem irgendwas vorwerfen, was ich nicht beweisen kann. Fakt ist, diese Daten sind vorhanden und sie hätten ausgewertet werden müssen. Und dass das nicht passiert ist, ja, beziehungsweise wenn es passiert sein sollte, dass diese Daten irgendwo ausgewertet sein worden sind, dann hätten wir ja einen noch größeren Skandal, wenn sie dann nicht entsprechend kommuniziert worden sind, sodass die Politik entsprechend handeln und agieren konnte. Und ja, wir haben, wie gesagt, bei verschiedenen Erkrankungen entsprechende Entwicklungen, die wir gesehen haben, haben wir aber gesagt, das sind die Faktoren, die selbst das Paul-Ehrlich-Institut herannimmt für die Bewertung der Sicherheit von Arzneimitteln. Und bei diesen Faktoren eben I46.1, R96 bis R99, dort sehen wir so massive Entwicklungen, dass wir uns darauf entsprechend fokussiert haben. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ich würde einfach kurz an den Herrn Lausen abgeben, dass Sie noch kurz was zu den anderen Daten sagen. Ja, wie gesagt, die anderen Daten können Sie jetzt selbst analysieren, ab sofort. Das ist freigeschaltet unter corih.de. Cori.de, Corona-Impfschadenhilfe, und dort können Sie selbst analysieren. Sie können, da gibt es ein Cockpit, da können Sie einen Steckbrief für eine Erkrankung erstellen, meinetwegen Krebs oder, naja, Krebs gibt es in den Codierungen nicht. Also Sie müssen sich an die Codierung halten. Sie könnten plötzlich eingeben, Sie könnten bösartig eingeben, Sie könnten Lunge eingeben, Niere, oder wenn Ihnen der Code bekannt ist, können Sie auch den Code eingeben. Ich möchte noch auf eine letzte Sache kurz hinweisen. Ein Versagen liegt natürlich auch in dieser Frage vor, weil immer dann, wenn Sie eine Massenimpfung für alle Bevölkerungsteilnehmer ausrollen, dann ist ja eine verdammt gute Idee, wenn Sie auf die Leichenschauscheine den letzten Impftermin eintragen müssen. Das ist natürlich versäumt worden. Das heißt also, man hätte, wenn man jetzt heute alle Leichenschauscheine untersuchen würde, hätte man eine wunderbare Idee von etwa 2 Millionen Menschen, die seit der Beginn der Impfung gestorben sind, also weil sie einfach auch natürlichen Todes gestorben sind und so weiter oder an anderen Ursachen. Man hätte aber sehen können, welche zeitlichen Zusammenhänge es zur Impfung gegeben hätte. Es wäre ganz einfach nur die Ergänzung eines Feldes gewesen, wo man hätte den Arzt, der die Leichenschau macht, also die erste Leichenschau, der hätte in Erkundigung oder der Hausarzt in Erkundigung bringen müssen, wann war die letzte Impfung. Ein Impfpass hat ja jeder und insofern hätte man da nachschlagen können. Mit diesen Daten wäre alles ganz leicht gewesen. Gibt es weitere Fragen? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse. Vielen Dank. Applaus, Applaus, Applaus. Also großartig, was diese Menschen hier geleistet haben. Auch der Herr von der AfD, der direkt neben Tom Lausen saß, einen fürchterlich souveränen Eindruck hat er bei mir hinterlassen. Gar nicht populistisch, gar nicht mit dem Finger auf andere Parteien gezeigt, einfach nur, ja, souverän. Ich wünsche mir, dass wir eines Tages Straßennamen haben, wo steht Bodo-Schiffmann-Allee, Rainer-Füllmich-Straße, meinetwegen auch Viviane-Fischer-Platz, Tom-Lausen-Weg. Das würde ich mir wünschen eines Tages, dass wir sowas haben. Ja, es ist erschütternd. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Beginn ist eines juristisch strafrechtlich relevanten Weges, dass diese Daten vielleicht Grundlage sind für eine anstehende Klage, wie ich hoffe. Ich weiß es nicht, ich kann es nur hoffen. Nee, Diana, Impfpass, nö, habe ich auch nicht. Doch, irgendwo auf dem Boden habe ich den noch. Ja, ist ja unfassbar, was ihr hier zu diesem Thema heute hier geschrieben habt. Sehr, 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 sehr erschütternd will ich nicht sagen, aber schon, ihr schreibt sehr ehrlich und ihr schreibt aus eurem Leben. Das muss ich sagen, finde ich toll, weil das bedeutet auch, dass ihr euch wohlfühlt. Das ist auch wichtig. Ich bin ein bisschen überrascht, dass viele so von sich so
persönliche Dinge geschrieben haben, aber gut, dafür sind das digitale Räume, das ist auch ein Ventil. Ja, dieser YouTube-Kanal ist genau für mich auch ein Ventil, wie soll es für euch auch sein? Auch wenn ihr in dem Fall nur schreiben könnt, hoffe ich, dass es euch auch geholfen hat. Ja, Bugdy Park, sehr schön, ja, wie bei der Mafia, absolut, ja. Hab noch meinen DDR-Impfpass, Christoph, ja, wer weiß. Ja, Sean, absolut. Faschisten. Nazis finde ich immer ein bisschen so, ne, es geht so sehr gleich ins, ne, Nazis sind für mich nur Leute, die, also sind für mich Leute, die nur Fremdenhass schüren. Aber Faschismus geht auch gegen Rentner, gegen Blonde, gegen Dunkelhäutige, gegen Blauäugige, gegen jeden. Gegen Syrer, gegen Niedersachsener, gegen Berliner. Faschismus kann jeden treffen. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Schiss vor der AfD, obwohl sie im Moment wirklich den besten Job des Jahrtausends macht. Ich habe ein bisschen Probleme, da wirklich tief zu vertrauen. Ihr hattet das vorhin mit Sarah Wagenknecht und Weidel. Ja, ja, ist auf alle Fälle eine Option, muss ich auch tatsächlich zugeben. Ja, ja, gerne. Ich hoffe, ihr konntet auch aus dem Video ein bisschen was mitnehmen, was bei euch geblieben ist. Ihr müsst jetzt mal, jetzt habe ich gar keinen Link für euch, wo das Originalvideo zu finden ist. Vielleicht, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, müsst ihr es auf YouTube googeln. Ne, gebt ihr einfach eine AfD-Pressekonferenz zum Lausen, fertig, da ist das Video. Ja, gerne. Für mich war das vor allen Dingen auch irgendwie, ich ziehe sofort in die Trump-Allee, ja. Für mich war das auch irgendwie ein Bedürfnis, weil ich auch eure Reaktion da mal zu sehen wollte. Bin aber überrascht, dass ihr so sehr aus eurem Inneren geschrieben habt, was ich total toll finde. Ja, schon, ich weiß schon. Ist auch alles okay. Ja, gerne. Ist kein Problem. Und ich finde das auch super, wie ihr miteinander umgeht. Dass ihr nicht anfangt, euch hier zu flamen. Das finde ich auch gut. Auch wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Finde ich auch gut. Nur bei euch kann ich offen reden. Ja, schade eigentlich, ne? Ja, gerne, Hartmut. Gerne. Danke für das Lob. Ja, wer hier, also ich habe diesen Kanal ja ausgewählt, weil ich so ein bisschen eben Zensurangst hatte. Ich weiß nicht, ob wir hier in Zukunft nochmal was machen. Wer weiß, wie heiß die Themen noch werden. Wie gesagt, lasst einfach sonst auch hier ein Abo da. Das tut ja auch nicht weh. Dann habt ihr halt zwei Streampunk-Kanäle. Hier mache ich sonst keine Videos. Videos bringe ich immer auf dem Hauptkanal. Ja, nette Runde wie immer. Ja, finde ich auch. Bin hundemüde. Ja, ich jetzt auch. Ich werde mir noch ein schönes Stückchen Rittersport Edelvollmilchschokolade geben. Und bedanke mich bei euch für euren ganzen Support. Für eure Anwesenheit, für eure Kommentare, für eure Abos, für eure Likes, für das Teilen. Macht gerne weiter so. Das hilft uns, die Community zu vergrößern. Ja, dann bin ich raus für heute. Weiß auch gar nicht mehr, was ich noch so sagen soll. Ich wünsche euch alles Gute. Wir kommen da schon wieder drüber hinweg. Auch nach Regen kommt Sonne, sagt man. Und wir sind ja auf der sicheren Seite, so kann man ja sagen. Alles andere passiert jetzt nur. Und eins dürft ihr bei dem ganzen Wahnsinn auch nicht vergessen. Wir haben es geschafft. Zusammen. Ja? Manche Leute gründen YouTube-Kanäle, so wie ich. Andere Leute sind jeden Monat auf der Straße, so wie ihr. Andere Leute verteilen Informationen im Netz an jeden, an Arbeitskollegen, an Familienmitglieder, so wie ihr auch meinetwegen. Ja? Jeder ist im Widerstand. Und insgesamt haben wir es geschafft. Ich meine, müsst ihr euch überlegen, wir sind an der Behandlungspflicht vorbei. Ja? Die Abstimmung im Bundestag ging gut. Ne? Jetzt ab Januar ist die einrichtungsbezogene Behandlungspflicht im Klo. Ja, also wir haben es denen gut gegeben und wir machen auch weiter. Die sollen nicht glauben, nächstes Jahr zur normalen Grippeimpfung können die uns so ein mRNA-Dingeskirchen da umhängen. Ne? Das sollen die nicht glauben. Jo, meine Lieben, dann bin ich raus für heute, bedanke mich nochmal bei allen, wünsche euch eine gute Nacht, ein schönes Weihnachtsfest, wir sehen uns aber vorher nochmal, merkt euch schon mal nächsten Sonntag, wahrscheinlich auch 15:30, 16 Uhr, da will ich nochmal einen Weihnachtsstream machen, so ein bisschen mit weihnachtlichen Themen, es gibt da schöne Dinge, ja, und dann bin ich raus für heute und abonniert meinen Kanal, aktiviert auch die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher. Wir
Wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.